Moin Moin und hallo, es geht zurück ins Mittelalter mit Bellwright. Ein Spiel, was seit dem 23.04., was für mich heute ist, auf dem Markt in der Early Access ist und auf Steam für, ich glaube, 26 Euro erhältlich ist, zum Einführungspreis, glaube ich, 26 Euro. Wir schauen mal rein, das Ganze ist vom Genre her eher so ein bisschen Medieval Dynasty mäßig. Bedeutet, wir laufen rum, wir bauen uns ein mittelalterliches Dorf und können dann uns eine ganze Mannschaft jetzt anlachen, rekrutieren und mit Waffen ausstatten. Erstmal machen wir uns einen Charakter. Ich habe es noch nicht gespielt, tatsächlich. Und werde jetzt mit euch gemeinsam rausfinden, was es taugt. So, jetzt können wir uns erstmal hier einen schönen Kopf machen. Wie sehen wir denn aus? Ich mag, dass die grundsätzlich alle so ein bisschen pockennarbig sind. Das hat, finde ich, so ein Mittelalter-Flair. Ja, also, okay, die Gesichter sind relativ überschaubar. So hat man geredet übrigens im Mittelalter. Gut, Haare. Ah, man kann dann so ein prächtig. Oh, schöne Schnurre. Oder, na, das ist so Jan-Niklas beste Style. Nee. Es gibt aber keine, wieso gibt es nicht so einen klassischen, das hatten die früher nicht. Der normale Bart wurde erst später entdeckt. So, dann können wir noch ein bisschen, ja, machen wir doch so eine coole Schnurre, das gefällt mir. Das ist ein guter Typ, das ist Wilbald und wir starten das Spiel. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Ich glaube, vom Pacing her ist es eher gemächlich. Ich habe schon in den Reviews gelesen, dass man zum Beispiel nur so 5 Sekunden sprinten kann. Und dann muss ich die Ausdauer erstmal 15 Sekunden regenerieren. Man kann die Items nicht stacken, sodass jede Beere, jeder Apfel, jede Hasenpfote einen Item-Slot wegnimmt. Also das ist schon vielleicht auch ein bisschen anstrengend mit der Zeit. Wir werden es rausfinden. Vielleicht ist es aber auch einfach hyperrealistisch. Also ist es ja nun mal. Es geht los. Isn't it funny how one small decision can have consequences that ripple through history? Or are we victims of a predetermined path? Was it chosen for you the day you visited your favorite woods on your 10th birthday? Was it destiny that the royal family were hunting there at the same time? From a tree on high, you watched as Prince Voldar and Princess Osen laughed, talked, and tracked wild animals without a care in the world. And you watched in helpless horror as a stray arrow bolted through the trees, hitting the prince in the chest like a lightning strike. Just like that, the prince was dead. And when the princess found you standing over her brother's dead body, it felt as though the gods were playing a cruel trick on you all. In the panic and confusion, you ran from the scene as fast as your legs would carry you. Fueled by rage and grief, the king demanded the head of any child who fit your description. Fearing for your life, your father asked a friend to bring you far away. Away from the king's wrath. In the middle of the night, you were taken from your home and brought away on horseback. In tears, you called out to your mother, but it was too late. Your old life was over. For years, you hid from the royal family, your resentment growing. You heard stories of your homeland, the rise and fall of a rebellion, the death of the king, and the reign of the evil Queen Osen. But on the eve of your 20th birthday, your guardian, the man who smuggled you out of Carvinia and kept you safe all these years, was brutally killed by a mysterious assassin. As he died in your arms, his hand clutched a coin with a strange sigil emblazoned upon it, a clue. Now, you have returned to your homeland for answers,
through choice or through fate, vengeance would be yours. But how will you fare in a land you no longer recognize? So, da sind wir. Hallo, herzlich willkommen. Wilbald. Das war mal eine sehr aufregende Geschichte. Ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass in dem Moment, wo er von seinem Aufpasser, also dass er, also die Leiche, die noch warme Leiche des Aufpassers, der ihn all die Jahre versteckt hatte, in den Händen hielt, dass die Tür aufgeht und es kommt jemand rein und denkt, er hat die Person ermordet und dann läuft er wieder weg. Und läuft woanders hin und muss sich wieder 20 Jahre verstecken, weil das irgendwie sein Schicksal zu sein scheint. Aber jetzt ist Wilbald wieder zu Hause. Der Pubertät sei Dank, niemand erkennt ihn mehr. Es ist Gras über die Sache gewachsen. Der King lebt gar nicht mehr. Und die Prinzessin wird vermutlich, also die böse Queen wird vermutlich dann die Prinzessin sein, die ihn damals gesehen hat. Ich glaube, ich muss mal ganz dringend die Maussensitivität runterstellen. Da. Das war mir dann doch zu viel. Immer noch ganz schön sensibel. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Das sieht doch ganz nett aus. Oh, hier, Kapitel. Herndin gilt als das älteste Dorf im Flachland. Doch schon bei seiner Gründung wurde der Grundstein für Konflikte gelegt. Innerhalb weniger Jahre nach seiner Gründung waren die Siedler von Herndin über das Wachstum ihres Dorfes zerstritten. Einige wollten nach Norden. Oh. Expandieren, während andere näher am Tal bleiben wollten. Meine Großmutter erzählte mir Geschichten über die frühen Siedler. Erinnert sich Rosetta Omari, eine 101-jährige Frau, die ihr ganzes Leben in Herndin verbracht hat. Das ist ja eine Frau. Die Leute hier hatten kaum genug Gebäude, um alle unterzubringen. Und dennoch stritten sie sich Tag und Nacht über die Zukunft des Dorfes. Sie beschlossen, einen ersten Ältesten zu ernennen, um die Führung zu übernehmen. Ich glaube, jetzt ist es soweit, ich sterbe. Nein, doch nicht. Aber diejenigen, die nach Norden drängen wollten, sabotierten die Wahl. Und so wurde ein Huhn zum Ältesten. Kein bildlicher Ausdruck, ein buchstäbliches Huhn. Das Huhn soll ein wenig inspirierender, unentschlossener Anführer gewesen sein. Und einen Monat später übernahm ein Mensch das Amt des Ältesten. Okay. Not sure. Wilbald guckt sich weiter um. Kann man hier sich hinsetzen? Hier, komm, was haben wir hier? Stehen einfach so Kisten rum. Stapf, stapf, stapf. Oh, da sehe ich noch weitere Lootmöglichkeiten. Was haben wir hier? Spielkarten. Oh ja, und ein Buch. Kann ich nicht mitnehmen? Schade. Was ist das für eine Ruine? Ist es ein altes Schloss oder eine alte Burg? Wir wissen nicht genau, was sich hier... Oh, was ist das? Oh, ich brauche ein Werkzeug. Okay, wir können also was craften auf jeden Fall auch gleich. Und ihr wisst, ich fange mal direkt an zu looten, weil ich genau weiß, früher oder später brauche ich sowas. Da. Oh, dieser dramatische Soundeffekt. Apropos Sound, ist das zu laut? Oh, das gibt's doch nicht. Dieses dramatische, ich hab einen Stein gefunden. So, jetzt werde ich doch bestimmt gleich in der Lage sein, eine Hacke zu bauen oder sowas. Was haben wir denn hier? Gebäude? Inventory, Tagebuch, Karte, Codex, Benachrichtigung, Waffen, Schnellherstellung, einfache Axt. Brauche ich 6 Holz für. Eine Fackel kann ich machen und eine primitive Keule. Holz müsste ja auch ein bisschen rumliegen. Wo ist das Holz? Da. Stock. Ein Holz. So ein Stock macht ein Holz. Aber das ist wichtig, jetzt noch ein bisschen Holz zu... Da ist noch ein Holz, damit wir eine Hacke machen können. Und mit der Hacke können wir dann direkt... Oh, Hanf. Ah, Hanf, das ist ja jetzt ja legal, ne? Jorklin, der Älteste. Mit dem sollen wir sprechen. Das machen wir gleich. Aber wir kommen natürlich nicht ohne Hanf, ne?
Das ist so ein bisschen die neue Flasche Wein. Wenn man irgendwo eingeladen ist, dann bringt man ein bisschen Hanf mit. Holz. Holz. Das können wir noch nicht machen. Hier ist doch bestimmt, das ist doch Holz. Oh, brauchen wir ein Grabewerk? Hier ist Holz. Okay, dann lass uns mal gucken, wie viel haben wir schon genug? Jawohl. Und fertig ist die Axt. Oh, jetzt weiß ich, was ich vorhin erzählt habe, dass das Inventory so, dass man nicht stacken kann. Seht ihr? Alles nimmt einen Slot weg. Das wird vielleicht dann am Ende noch anstrengend werden. Aber egal. Was gibt es für Attribute? Levelt man durch Tätigkeit? Sieht so aus, oder? Je mehr man macht, desto mehr levelt. Finde ich eigentlich immer ganz gut. Sehr schön. Jetzt haben wir die Axt. Nehmen natürlich hier trotzdem Holz noch mit. Und können vermutlich dann jetzt auch an den Baum ran. Wie komme ich jetzt an meine Axt? Ah, gibt nur 3 Waffenslots. So, da ist meine Axt. Wollen wir mal probeweise an so einen Baum ran? Guckt euch mal bitte an, was der für eine geile Technik hat. Wie er diese aus dem Handgelenk. Okay. Und jetzt? Schneiden. Ey, warte mal. Also, okay. Ey! Okay, das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Da steht Baumstamm schneiden, aber es ist überhaupt nicht möglich. Okay. So kommen wir nicht weiter. Naja. Jedenfalls haben wir jetzt schon mal eine kleine Waffe, mit der wir uns verteidigen können. Und jetzt suchen wir Dobron Jorklin den Ältesten. Der wird vermutlich am Ende dieses Pfades zu finden sein. Harndine, hier ist es. Aber ich sollte vielleicht die Axt wegstecken. Das könnte mir negativ ausgelegt werden, wenn ich direkt mit gezückter... Oh, hier ist das Dorf. Schaut mal. Das sieht doch schön aus. Hallo, Harndine. Ich begrüße die treuen Untertanen des Dorfes Harndine. Einst lebte auch ich hier. Ich war ein kleiner Junge. Vielleicht erinnert ihr euch an mich. Ich bin zurückgekehrt. Schön sieht das aus. Hallo, ihr geschäftigen Leute. Entschuldigung, ich suche keinen Ärger. Scheiße. Oh ne, wir können antworten. Ich suche gute Leute, die mir helfen, diesen Ort zu überleben. Würdest du in Erwägung ziehen, mit mir zusammenzuarbeiten? Kann ich sie etwas fragen? Lebt wohl. Ja, vielleicht nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, oder? Wie hat er denn geantwortet? Hast du in letzter Zeit etwas Interessantes gehört? Verstanden. Was passiert im Dorf? Finde ich gut. Das kann ich nachvollziehen. Okay. Das finde ich eigentlich ganz gut. Sehr treu. Wir müssen den Sound nochmal, da müssen wir nochmal ran. Denn die Dialoge sind zu schwierig zu hören. Die Musik drehen wir mal runter. Die Welt. Die Stimmen bleiben oben. Oh, KI-Stimmen. Wir verwenden während der Entwicklung generative KI, um die Sprachausgabe zu prototypen. Das habe ich gerade auch schon rausgehört. Erwarte professionelle Sprachausgabe für die Vollversion. Okay, alles klar. Das machen wir auch ein bisschen weniger und das bleibt hoch. Okay, dann können wir jetzt, glaube ich, grundsätzlich die Geschichte ein bisschen lauter machen. Ich habe voll aufgedreht den Sound. Ich hoffe, es wird jetzt nicht irgendeine böse Überraschung geben, aber das müsste eigentlich...
passen. So, wo ist denn jetzt Dobrun? Da müssen wir mal der Questblase folgen. Wir laufen direkt drauf zu. Ist er das? Nee. Da ist er. Da wartet er. Hallo, Dobrun. I think we need to talk, traveler. You're a new face around here. A new face is showing up rarely ends well for this village. I have a duty to my village first and foremost. I need to know who you are and why you came here. Ich will nichts Böses. Ich bin in die Niederlande gekommen, um Antworten zu finden. Entschuldigen Sie, habe ich etwas getan, um Sie zu beleidigen? Nee. Looking for answers, huh? In a perfect world, I could give you all the information you need and you could be on your way. But speaking openly can be a death sentence these days. As long as you're asking questions, you're putting us in danger. Habe ich dir eine Erlaubnis, vorerst im Dorf zu bleiben? No. Oh. But you have my permission to build a shelter on the outskirts of the village. Come back once you're set up, and maybe you can earn your keep. Okay. If my stomach hurts badly, I'm too... Gebäudekonstruktion. Baue deine erste Unterkunft, eine Hütte, drücke dazu B, um Baumhütte zu öffnen, wähle deine Hütte aus und platziere sie auf dem Boden. Jeder Bau benötigt Ressourcen, um gebaut zu werden. Der Bau einer Hütte sollte für dich kein Problem sein, so sehe ich das auch. Und du kannst Gebäude nicht zu nah an bestehenden Dörfern platzieren. Ja, okay. Dann machen wir das mal. Was haben wir hier? Oh. Ein Festnaht. Haben wir alles gedrückt. Was? Ich sehe dich doch gar nicht. Hm. Have you spoken to the elder yet? Mightn't be able to help you until he gives the go ahead. Well, do you need anything else? So, tschüss. Ich find's bislang eigentlich ganz gut. Also die Begründung des Ältesten ist nachvollziehbar. Die sind jetzt erstmal misstrauisch, die kennen mich nicht und es sind unruhige Zeiten. Those peasants should be more grateful. Ja. Mit ihm darf ich auch sprechen. Mit ihm auch. Darf ich überhaupt mit denen schon sprechen? Books here, come take a look. Got a room if you got coin. No coin, no room. No coin, no room, ja. Wir laufen mal und schauen mal, wo wir am besten, oder ist eine Kuh, dann diese Hütte bauen. Wir sollten ja auf jeden Fall Wald, also Holz in der Nähe haben. Das haben wir hier auf der Seite des Dorfes. Wir wollen jetzt... Ja, ja. Die Kühe laufen hier frei rum, das finde ich imposant. Früher sahen Kühe ja auch anders aus, nicht so heute wie heute mit diesen, die bestehen ja mittlerweile zu zwei Drittel aus Eutern, so eine Kuh. Früher war das ein bisschen anders, da sahen die ein bisschen ausgemergelter aus. Dafür konnten die aber auch noch laufen und es ging ihnen gut. So, da ist ein kleines Wäldchen, hier ist auch wieder ein bisschen mehr, ich weiß nicht, was man noch für Ressourcen braucht, Wasser vermutlich nicht. Schätze ich mal. Sonnenblumen. Ich glaube, ich gehe nach da oben. Bisschen höher gelegen. Ach ja, das war die Geschichte mit dem Sprinten. Ich kann leider nicht so viel sprinten, wie ich gern würde. Wo ist denn mein Ausdauerbalken? Geschichtsfenster! Herzlich willkommen! Das ist schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Wir spielen Bellride und das ist im Prinzip ein Spiel gewordenes Geschichtsbuch, aus dem ich euch heute vorlesen und vorspielen werde. Wir sind im tiefen Mittelalter und haben gerade schon eine kleine Einführung unseres Charakters bekommen, die ich kurz vor euch nochmal wiederholen kann. Das sind wir sind Wilbald, das ist ein Name, den wir selbst erstellt haben. Und wir wurden leider fälschlicherweise für den Mörder des Prinzen gehalten, mussten fliehen und sind jetzt 20 Jahre später zurückgekehrt in unser Heimatdorf, wo uns niemand mehr kennt, was vermutlich am Schnurrbart liegt, den wir als kleines Kind noch nicht hatten. Deswegen kann niemand unser Gesicht wiedererkennen. Und wir sollen uns jetzt außerhalb des Dorfes eine kleine Hütte bauen, weil der Dorfälteste entschieden hat, er kennt uns noch nicht gut genug, obwohl wir früher zusammen zur Schule gegangen sind. Und er vertraut mir nicht und ich muss mir erst mein Vertrauen gewinnen, um dieses Dorf besuchen zu dürfen. Deswegen bauen wir uns jetzt hier erstmal vor den Toren eine kleine Hütte. Und was gab's bei euch so Schönes? Wir suchen uns hier was Schönes aus. Dann drücken wir mal auf B und bauen uns hier eine persönliche Hütte. Okay, und jetzt müssen wir schauen, dass wir einen
Platz finden, der vermutlich nicht ganz so dicht am Dorf ist. Ich weiß nicht genau. Wir brauchen natürlich... Die sind Steine, das ist gut. Ah, guck mal, da unten sieht man so, das ist ja toll. Man sieht da unten sogar eine Meterangabe. Das ist sehr, sehr gut. So, hier bauen wir das jetzt. Und jetzt muss ich hier Teile finden. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber ich schätze mal, wir nehmen unsere Axt. Und so war das früher. Ich kann euch das ja auch ein bisschen erzählen, wenn ihr an Geschichte im Allgemeinen interessiert seid. Das ist nämlich zufälligerweise auch mein Steckenpferd. Wir befinden uns hier im Zwischenmittelalter. Das ist die Periode zwischen Vorder- und Hintermittelalter. Und das ist eine sehr interessante Epoche. Hier hat man zu der Zeit schon über Äxte verfügt und hat dadurch, oh geil, zum Beispiel Baumstämme, Inventar voll, herstellen können. Also nicht Baumstämme nicht herstellen können, aber sie verwenden können. Und dann hat man zum Beispiel, das ist eine Technik, die ist erst im späten Zwischenmittelalter entstanden, dass man hier so Stützstreben entwickelt aus eben Baumstämmen. Ganz interessant, und das ist quasi so ein technologischer Durchlauferhitzer gewesen. Da ist dann einiges in der Zeit entstanden. Leider keine größeren Inventare. Oh, was ist das denn? Ich habe ja noch einen dicken Baumstamm. Wieso darf ich den denn nicht hier ablegen? Da. Ah. Ah. Aber mehr habe ich nicht. Ah, doch. Oh, bab, 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 bab. Hier. Guckt euch das mal an. Oh, nicht mein eigenes... Ey, hör auf! Nicht mein eigenes Haus direkt zerdeppern. Oh, Entschuldigung, mit der... Der schwingt die Axt wie so ein... Wie so Andrew Agassi oder irgend so ein Pete Sampras oder so. Ja, machen wir mal weiter. Ich habe ja nicht... Was ist das? Achso, das gehört auch noch... Ich habe ja nicht umsonst direkt hier neben den Bäumen angefangen zu bauen, damit ich nicht so weit laufen muss. Ich bin mir nicht sicher, wann die zweihändige Technik erfunden wurde, mit dass man dann festgestellt hat, wenn man die Axt mit zwei Händen nutzt, dass man dann eine bessere Kraftentwicklung, Entfaltung hat. Das ist, glaube ich, erst sehr viel später im Spätmittelalter entwickelt worden. Man hat also bis ins frühe Spätmittelalter hinein einhändig Holz geschlagen, was halt auch vielfach zu Sehnenscheidenentzündung geführt hat und damit auch zum Tod. Tatsächlich ist eine der häufigsten Todesursachen im Zwischenmittelalter, aber auch natürlich im Früh- und frühen Spätmittelalter eine Sehnenscheidenentzündung gewesen. Denn mit einem verletzten Handgelenk konnte man nichts mehr machen. Man war im Prinzip, sobald man diese fürchterliche Diagnose vom örtlichen Arzt, kann man nicht sagen, Medizingelehrten bekommen hat, war eigentlich klar, das Leben ist jetzt bald vorbei, und meistens wurde man dann auch verstoßen von der Familie, die dann frühzeitig sich einen neuen Versorger suchen wollte und jetzt kein Interesse daran hatte, den zugrunde gehenden Mann des Hauses dabei zu beobachten, wie er dahin sieht mit einer Sehnscheidenentzündung. Deswegen wurden die Sehnscheidenentzündeten oftmals vor die Tore der Stadt gekarrt, da gab es den sogenannten Sehnenscheiden entzündeten Karren, und der hat die dann vor die Tore der Stadt gebracht, sie dort wüst abgeladen, und da sind sie dann noch einige Jahre meistens als Bettler, Hausierer dort entlang gezogen und haben den Händlern versucht, Brotkrumen abzuschwatzen, und dann teilweise 40, 50 Jahre später sind sie dann spätestens ihren schrecklichen Verletzungen erlegen. Und im späten bis mittleren Spätmittelalter hat man dann erkannt, dass eben durch die zweihändige Führung der Axt diese schlimme Verletzung zu vermeiden ist, sodass die Sehnscheidenentzündung dann auch im Prinzip an Relevanz eingebüßt hat und andere Todesursachen weiter vorne zu finden waren. Ah ja, so geht das. Das war natürlich jetzt
wiederum für andere Berufsgruppen ein großes Problem, insbesondere für die Mediziner, die sich darauf spezialisiert hatten, die Sehnenscheidenentzündungen zu heilen. Die wurden dann nicht mehr benötigt und haben halt nur unnötig Wohnraum besetzt und wurden deswegen in Schimpf und Schande davongejagt. Dann hat man also diese Karren, mit denen man einstmals die Sehnenscheidenentzündeten vor die Tore der Stadt gekarrt hat. Da hat man dann diese Mediziner vor die Tore der Stadt gekarrt, wo die dann ja für den Rest ihres Lebens relativ bemitleidenswerten Umständen vor sich hin siechen mussten. Und das war natürlich eine ganz dunkle Episode der menschlichen Geschichte. Aber so ist das halt oft. Wenn man sich weiterentwickelt, bleiben Dinge, die nicht mitentwickelt werden können, auf der Strecke und werden aussortiert. Das nennt man im Grunde Evolution. So ist es halt auch beim Menschen nicht anders, weil der Mensch als Teil der Natur ist natürlich vor diesen Prozessen auch nicht gefeit. Dann gehen wir mal wieder hier an den Baum ran. So, ich habe das nur ein bisschen erzählt, um unsere neuen Freunde von Geschichtsfenster einmal thematisch abzuholen. Ich weiß nicht, meine Zuschauer, meine alteingesessenen Zuschauerinnen und Zuschauer, die wissen das alles schon, weil ich also eigentlich nur ausschließlich Leute habe, die aus meinem Geschichtskurs kommen. Ich war ja früher Geschichtsprofessor an der Universität Adendorf. Und alle meine Studentinnen und Studenten müssen sich verpflichten, 2 Jahre lang meinen Twitch-Kanal zu konsumieren, nach Abschluss. Sonst sorge ich eben durch meine immensen Vernetzungen in der Branche dafür, dass sie keinen Job kriegen. Deswegen viele Leute, also 99% der Leute sind ja eh quasi ausstudierte Geschichtswissende. Und für die ist das, was ich gerade erzählt habe, nichts Neues. Das haben sie alle bei mir gelernt. Aber für all die neuen Leute von Geschichtsfenster, da habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, was euer Hintergrund ist, wie viel wisst ihr schon? Und da fand ich es jetzt ganz gut, das einmal ganz kurz noch mit euch zu teilen. Genau, also wenn ihr Fragen habt, immer raus damit. Auch zu anderen Epochen, selbstverständlich. Ich bin zwar spezialisiert aufs frühe bis mittlere Zwischenmittelalter, aber ich habe auch durchaus tiefergehende Kenntnisse in anderen Bereichen. Wir brauchen Holz. Und wir brauchen vor allem auch eine Fackel. Für die Fackel brauchen wir überraschenderweise Holz. Wir haben kein Holz. Warum haben wir kein Holz? Ich werde ein bisschen Hanf. Schweren Herzens muss ich meinen Hanf wegschmeißen. Feine Hanf voll Hanf. Und habe ich eigentlich Hunger? Ah. Ach, der Kapsch ist auch da. Ich bin in Rötzling an der Uni. Das ist eine Elite-Universität, das stimmt. Ey. Okay, wir haben einen Baumstamm. Oh, es wird jetzt langsam dunkel. Das ist nicht in meinem Sinne. Was brauche ich da? Was sind das? Pflanzen? Achso, ich muss so Buschwerk da drüber legen. Ah, okay, jetzt check ich's. Und hier? Brauche ich ein bisschen normales Holz. Flachs. Sehr gut. Wir brauchen Flachs, um... Oh, ich kann den Setzling ernten. Da haben wir jetzt Holz. Sehr gut. Das werde ich erstmal eine Fackel bauen. Weil es wird dunkel und gerade im frühen Zwischenmittelalter ist Dunkelheit eine der häufigsten Todesursachen gewesen. Wo ist denn jetzt meine Fackel da? Oh, geil. Ich kann links die Fackel halten und rechts die Axt. Das ist natürlich der Vorteil der einhändigen Holzfällertechnik, dass man beides machen kann. Wir brauchen Flachs. Wir brauchen Flachs. Wieso ist das so finster? Wo ist die Öllampe? Ja, das ist eine gute Frage. Die Öllampe wurde erst später entwickelt. Wenn du meinen Kurs besucht hättest, würdest du das wissen, dass die Öllampe erst im ausgehenden Spätmittelalter entwickelt wurde. Und
nicht etwa bereits schon im Zwischenmittelalter gang und gäbe war. Das Tolle an Dunkelheit ist, man verläuft sich und weiß nicht mehr, wo man hin muss. Das ist einer der Vorteile von Dunkelheit. Man kann einfach neu anfangen. Man kann alles liegen lassen, weil man weiß eh nicht mehr, wo es ist. Man findet es nicht mehr und kann dann einfach sagen, ja gut, dann fange ich halt neu an und wird schon irgendwie passen. Ne? Huch, was? Beute? Holzbeute? Hab ich gerade Holzbeute gemacht? Beuteholz. So, wir müssen Flachs. Ach, das haben wir da. Ach so, guck mal. Okay, jetzt müssen wir verdammt viel Flachs finden. Wo finden wir denn Flachs? Gibt es denn noch, Verzeihung, Leute vom Geschichtsfenster, die jetzt noch da sind? Nach allem, was jetzt passiert ist, gibt es Leute von euch, die noch da sind? Das würde mich mal interessieren. Oder habt ihr jetzt gedacht, ne, was ist denn das für ein weirder Typ? Ah, 2, 3. Guck mal hier. Kommunistische Partei, Adamantios. RKN Fry, keines Weibes Knecht, Ragnar der Blaue, Equisin Fernam. Yes, man sieht ja auch genau an euren Namen. Man sieht an euren Namen, dass ihr thematisch schon an sowas interessiert seid. Equisin Fernam. Das klingt auch wie so eine Beschwörungsformel. Korta Panda. Ach, guck mal, Geschichtsfenster ist schon da. Auch noch da. Ja gut, wenn ihr das jetzt überstanden habt, dann kann euch eh nichts mehr abschrecken. Frimbo Neubauer, vielen Dank für den Support. Den brauchen wir. Wir bauen uns nämlich hier gerade eine neue Siedlung auf. Wir müssen wirklich ganz neu anfangen. Wir sind eigentlich heimatlos, ne? Wir mussten unser Dorf verlassen. Jetzt sind wir nach 20 Jahren zurückgekehrt und keiner kennt uns mehr. Also aus der Anonymität müssen wir emporsteigen zu Ruhm und Ehre. Und das kann ein weiter mühsamer Aufstieg sein. Insbesondere im Mittelalter. Oder halt im Zwischenmittelalter. Gesundheit und Verletzung. Schlafen stellt deine Heilpunkte oder deine Lebenspunkte vollständig wieder her. Wenn du oder deine Begleiter einen Kampf verlieren, was nicht passieren wird, erscheinen sie wieder, werden aber für eine gewisse Zeit verletzt. Wenn sie erneut verlieren, bevor sie geheilt sind, sterben sie für immer. Ja, sterben für immer ist ja meistens dauerhaft, ne? Ja, dann wollen wir Verletzungen vermeiden. Aber ich bin ja auch der Meinung, wer sich im Kampfe als unfähig herausstellt, der muss halt mit den Konsequenzen leben. Ich brauche Flachs. Sind das hier Gräber? Tatsächlich, guck mal, hier ist ein Grab. Friedhof. Wie ich hier so mit der Fackel ums Dorf herum lungere. Ich darf nicht mitmachen, aber ich bleib auch nicht weit weg. Das muss für die Bewohner dieses Örtchens auch ein bisschen weird sein, mich hier so herumstreifen zu sehen. Ich weiß nicht, ob das direkt einen guten Eindruck macht. Aber es ist halt auch schwierig, des Nächtens Flachs zu finden. Da bin ich auch nicht gut ausgebildet worden. In der Flachsfindung. Oh, na toll. Das war's jetzt mit Licht. Müssen wir uns direkt eine neue herstellen. Also die ist auch nur kurze Zeit. Guck mal, das kann ich doch jetzt nutzen da. Wo ist sie denn? Hallo? Ich habe doch gerade eine Fackel hergestellt. Was war das denn? Komisches.
Da, gucke, Holz und Flachs. 9. Ah, das ist fertig. Jetzt brauchen wir nur noch 5 Flachs. Das wäre natürlich super, wenn die Flachsdichte ein bisschen höher wäre. Aber ist es einfach nicht. Das sind einfach nur Beeren hier. Stimmt, wir wollten eigentlich eine Beere essen. Das ist welche Taste? 4 und 5? Ja, mir geht's aber gut. Ich habe gar keinen Hunger. Oben links sieht man das. Ja, jetzt wäre die antike Öllampe wäre natürlich gut. Die Fackel lag auf dem Boden? Ernsthaft? Warum lag die auf dem Boden? Na, die kann ich jetzt ja nicht mehr wiederfinden. Also, wir müssen tatsächlich jetzt... Wie finden wir Flachs? Wer von euch ist Flachs gelehrt? Was wisst ihr... Oh. Was wisst ihr über Flachs? Fackel und Beere. Setzling. Guck mal hier, diese Glühwürmchen überall. Das ist so schön. Ich muss einfach weiter durch die Dunkelheit irren. In der vagen Hoffnung, einfach auf Flachs zu treffen. Blüht Flachs in der Regel blau oder bläulich? Ja, das würde ich auch so sehen, ja. Bei Manalords, dem anderen mittelalterlichen Strategietitel, kann man Flachs anbauen und der ist auch blau. Ich kann euch nicht sagen, wo der bevorzugt wächst. Ozinnerz. Das lasse ich aber liegen, das brauchen wir noch nicht und wir haben so wenig Platz im Inventory. Ich hatte mir das eigentlich anders vorgestellt. Ich wollte nicht in der tiefschwarzen Nacht herumirren. Auf der Suche nach Flachs. Es wird hoffentlich bald wieder Tag, aber ob wir dann bessere Chancen haben, Flachs zu finden, weiß ich nicht. Es muss ja auch was da sein. Wenn nichts da ist, kann man ja auch nichts finden. Wir haben original eine kleine Flachsblüte. Mehr ist hier nicht. Flachs wächst eher auf feuchtem Untergrund. Oh, das sind mal vom spartanischen Spielkalb. Komm, spartanisches Spielkalb, du kommst auch 100 pro vom Geschichtsfenster. Der Truthahn, vielen lieben Dank. Ja, aus Flachs kann man Leinen machen, ne? Das ist tatsächlich genau wie bei Manalords. Da kann man auch... Oh, Pilze. Kann man Flachs anbauen und dann kann man daraus Leinen machen. Und aus Leinen natürlich Kleidung. Oder halt Wäscheleinen. Meine Güte. Beeren sind natürlich wichtig, so als Grundversorgung. Ich laufe nur durch die Dunkelheit auf der Suche nach Flachs. 90% der Zeit. Was ist denn der Nils Bomhoff Fanboy? Hast du dir gerade einen neuen Account gemacht? Das ist ein fantastischer Name. Oh, den hätte ich mir mal nehmen sollen. Da habe ich nicht dran gedacht. Oh, was ist das? Ein Reh. Oh, das kann ich... Warte mal. Ah, das ist zu schnell. Aber hat es mich zum Flachs geführt? Ist das Flachs? Nein, das ist einfach nur lila Gestrüpp. Aber ist das so eine Art Patronus? Hat mich das Reh zum Flachs geführt? Hier ist es doch feucht. Ist die defekt oder? Ich glaube, die ist defekt. Die Fackel geht nicht. Aber es scheint mir so, dass auch der Tag bald heranbricht. Ich bin unzufrieden. Och du Scheiße. Fuck. Ha! Da! Ha! Ha!
Au. 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 Au, du Mistvieh! Der hat mich einfach knallhart. Der hat mich einfach einen Wolf angegriffen. Ja, das war im Mittelalter so. Das ist ein gutes Kampfsystem, alles klar. Wir werden das natürlich überleben. Jetzt loote ich erstmal alles. Guck mal hier. Die Frage ist nur, werden wir es überleben? Ich glaube ja. Ich bin guter Dinge. Kein Wolf. Ah, Flachs! Aber ich bin voll. Wieso habe ich denn überhaupt noch so viele Steine dabei? Die finde ich überall. Steine raus. Hanf erstmal raus. Beere will ich essen. Wieso kann ich die nicht essen? So. Hallo? Was ist das denn? Ach so, weil ich satt bin. Das hilft mir nicht beim Heilen. So, wir haben Flachs. So sehen die aus, merken wir uns. Nein, nicht das da. Flachs. Ein Flachs gefunden. Ganz alleine liegt es hier einfach so rum. Ein einzelner Strauch. Da, ist da noch irgendwas? Ah, guck hier. Jetzt haben mich meine Augen haben sich jetzt dran gewöhnt. Jetzt weiß ich, wonach ich Ausschau halte. Das ist Flachs. Alles klar. Und noch mehr Flachs. Jawohl. Wie viel haben wir? 4. Ich schmeiß mal Hanf raus. Ich weiß nicht, was das soll. Und ich kann auch vor allem mal so einen dicken Baumstamm rausschmeißen. Wieso schleppe ich die überhaupt mit mir rum? Die finde ich doch überall. Was ist da denn da hinten? Was ist das denn? Was ist das für eine Hütte, so abseitig? Warte, war hier was Blaues gerade? Ach, das waren nur Beeren. Was ist das? Muss ich da Angst haben? Ist das ein Räuberlager? Scheiße, ja, seht ihr das? Die haben so Balken über den Köpfen. Das ist ein Lebensbalken, der ist rot. Das werden Räuber sein. Oh Gott. Aber die leben hier direkt neben dem Pilzfeld. Ich muss schnell weg. Weil wenn die mich sehen, dann werden die mich überfallen. Das möchte ich nicht. Ich möchte leben. Lachen. Laufen. Oh, ich höre schon wieder Gehechel. Ich habe Gehechel gehört. Wolfsgehechel. Offensichtlich hat sich nicht rumgesprochen, dass ich der Wolfstöter bin. Ich hoffe mal, ich finde überhaupt wieder nach Hause. Ich habe... Oh, fuck. Jetzt sehe ich ja unten rechts. Da hätte ich mal früher drauf achten sollen. Unten rechts sieht man das. Da sind rote Punkte. Und was ist das? Das ist wieder eine weitere Räuberhöhle. Scheiße. Ach, du grüne Neune. Ach, du grüne Neune. Da muss ich mich fernhalten. Ich laufe mal in diese Richtung. Wir werden uns im Laufe des Spiels eine Gefolgschaft anlachen können. Und mit dieser Gefolgschaft im Gepäck können wir bestimmt solch Diebesgesindel auch vertreiben. Ach du Scheiße, überall sind diese roten... Wie viele... Oh, jetzt auch noch ein Elch. Jetzt auch noch ein Elch. Was ist das? Da hinten ist noch so eine Hütte, aber die scheint mir nicht rot zu sein, oder? Ich finde nicht mehr nach Hause, davon bin ich jetzt überzeugt. Da ist ein Banditenlager, noch ein Banditenlager. Da oben ist meine Baustelle. Also ich laufe komplett falsch. Ich laufe jetzt aber den Weg entlang. Und dann hier außerhalb der Stadt lang. Also geradeaus bis zum... wir sind ja schon auf dem Weg. Warte, ist das der richtige Pfad? Ich muss jetzt eigentlich nach links. Diesen muss ich entlang. Genau. So, aber ich... Ach ja, die Hütte wollte ich mir angucken. Das scheint mir nämlich eine nette Hütte zu sein. Ich sehe jetzt hier nichts Bedrohliches auf den ersten Blick. Ist das... Nee, das ist leider Salbei nur. Aber die Person, die hier lebt, hat doch sicherlich kein Problem damit, wenn ich deren Flachs nehme.
Flachs, das ist eine alte Kräuterhexe. Das war ja auch früher so im mittleren Zwischenmittelalter bis hin ins frühe Spätmittelalter, dass die der Hexerei verdächtigten Frauen, meistens waren es Frauen, außerhalb der Dörfer in kleinen Hütten leben mussten, wo man sie leicht aufspüren konnte, wenn man einen Schuldigen brauchte. Die mussten sich also immer parat halten. Und manchmal ist es aber auch dann so gewesen, dass sich die Einwohner klammheimlich zu dieser Kräuterhexe geschlichen haben, wenn sie irgendwelche Leiden hatten. Ah, wir können noch, komm, wir nehmen noch ein bisschen mal was mit. Vielleicht brauchen wir noch mehr, ich weiß es nicht. Aber dafür waren die dann gut genug, die armen Kräuterhexen. Aber wenn irgendein Kind an Röteln gestorben ist oder ein Huhn mit drei Beinen geboren wurde und man brauchte jemanden, dem man die Schuld in die Schuhe schieben konnte, dann wurden diese Hexen natürlich in ihren einsamen Kräuterhütten aufgesucht und ja, verbrannt. Das muss man so sagen. Die Geschichte kennt keinen Weichzeichner. Das war eine brutale, gnadenlose Welt zu der Zeit und so manche kräuterkundige Dame endete dann grässlicherweise auf dem Scheiterhaufen. So ist es. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Der Wahrheit müssen wir ins Gesicht blicken. Apropos blicken, ich sehe nichts. Wie wär's mit, ich baue eine Fackel? Kann ich nicht, weil ich... Was ist denn so ein... Oh, so ein... Warte mal, der Pilz gibt mir Gesundheit. 16 Gesundheit gibt mir sogar so ein Pilz. Hä, was war das denn? Die Pilze kann man stacken? Nee. Okay. Ah, okay, das ist jetzt... Verstehe, das ist jetzt gebrandet als... Ich verstehe es nicht. Okay, irgendwie habe ich das jetzt gegessen. Jetzt ist das hier unten. Ich habe keine... Die funktioniert nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Ich schmeiß mal den Baumstamm weg und... Oh, jetzt ist es einfach... Ich dachte, es wird Tag. Wer hat denn... Ich dachte, es wird... Da war doch gerade schon das erste Licht wieder zu erkennen. So, lass mich mal schauen. Kann ich jetzt eine Fackel bauen? Ja. Okay. Ah, oh, da ist es endlich Licht. Ich glaube, das hier ist der richtige... Oh, nee, das ist... Warte mal. Dann wäre ich... hä? Oh ja, okay. Und dann hier links lang. Ja. Ist sogar ausgeschildert. Sehr gut. Hühner mit drei Beinen waren damals ja noch göttliche Vorboten von bevorstehenden Sehnenscheidenentzündungen damals im späten Frühmittelalter. Ja, das ist richtig. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Bär. Aber es ist nur eine Kuh. Zum Glück. Die weiße Kuh. Die heilige weiße Kuh. Also das Wetter gefällt mir ganz gut. Glücklicherweise habe ich eine sehr gute Fackel gebaut, die den Witterungsverhältnissen standhält. Was ist das denn? Eine Bärenfalle? Nee, das ist vom Fass. Dieser Eisenring, der das Fass zusammenhält. Fast 7 Uhr, müsste bald hell werden. Ja, die Uhrzeit steht ja unten rechts. Ich erwarte sekündlich das Aufblitzen der ersten Sonnenstrahlen, die sich durch die dicken Regenwolken schieben. Hey, guten Morgen, ich bin nur... Lord Ashbourne. Okay. Damit will ich mich natürlich nicht mit anlegen dann. Ich war lediglich auf der Suche nach Flachs. Oh, ich muss jetzt scharf links. Scharf links. Ja. Hier so. Hier ist unsere persönliche Hütte. Wir sind zurückgekehrt mit Flachs. Bin unzufrieden tatsächlich mit der Flachsdichte. Das hat sehr lange gedauert jetzt.
Und wir mussten die ganze Zeit durch die Nacht, durch den Regen, haben keinen friedlichen, erholsamen Schlaf finden können. So, jetzt, come on. Wehe, das reicht nicht. Mann. Und okay. Also sehr einladend sieht das jetzt noch nie aus. Um ehrlich zu sein, habe ich sowas manchmal im Wald gebaut. So eine halbe Stunde. Bis man dann keine Lust mehr hat und nach Hause gegangen ist. Ich glaube, ich sollte mal die Fackel wegstecken. Was fehlt denn jetzt hier noch? Oh, jetzt machst du nicht direkt kaputt wieder. Nee, das können wir wegstecken und die Axt auch. Ja, die Axt wegsteckt, gefällt mir gut. Die Animation ist schön. Oh, ja, fertig! Haha! Nice! Yeah. Ey, das ist ja so gemein. Es ist zu früh zum Schlafen. Wir haben die ganze Nacht bei strömendem Regen nach Flachs gesucht, haben keine Minute geschlafen, wurden von einem Wolf angegriffen, der uns halb tot gefressen hat, haben uns an zwei Banditenlagern vorbeigeschlichen, sind zu einer alten Hexe in den Kräutergarten, haben deren Flachs geraubt, haben uns verbotenerweise durch das Dorf bewegt, nur um mit dem ersten Eintreffen des Vogelgezwitschers, welches den Morgen verkündet, die Hütte fertiggestellt, um wollten uns jetzt auf die sehr einladend lachende Strohmatratze legen. Und wir dürfen nicht, weil es zu früh ist. Also das Zwischenmittelalter war auch ein Zeitalter der vielen Verbote. Weil die Verbote wurden im späten Frühmittelalter entdeckt. Und die Menschen hatten so einen Spaß an dieser neu gewonnenen Technologie des Verbietens, dass es wirklich eine Verbotsinflation gab. Eine unglaubliche Flut an Verboten wurde ausgesprochen und man kennt vielleicht diesen Begriff noch, ältere von uns kennen den Begriff noch, die Verbotslust. Es ist eine regelrechte Verbotslust entstanden, hat sich wellenartig ausgebreitet über ganz Europa und erst 200 Jahre später hat man das Interesse daran verloren. Aber bis heute kennt man noch Verbote, ihr kennt vielleicht auch noch Verbote. Sowas wie, ihr wollt über die Straße gehen und eure Mutter zieht euch am Arm zurück und sagt, hey, erst links, rechts, links gucken. Bist du verrückt? Das ist doch gefährlich. Das ist jetzt ein Beispiel, welches sich bis heute erhalten hat. Ich kann die anpflanzen. Guck mal, können bei einem Kräuterkundler gekauft werden. Wir haben sie einfach geraubt. So. Alles in die Kiste. Und das können wir doch jetzt hier räuchern. Mhm. Was können wir denn noch Schönes bauen? Oh, guckt mal hier. Wir machen uns das richtig gemütlich. Wir bauen uns unser eigenes Dorf. Wir brauchen das nicht. Das ist unsere persönliche Hütte. Eine Werkbank ist immer wichtig. Ein Plumpsklo. Ein Wohnzelt, ja, das haben wir doch im Prinzip schon. Lagerfeuer ist auch unglaublich wichtig. Drei Steine und drei Äste. Ich finde, so ein Lagerfeuer kann man direkt... Warum hat das so ein Kreuz? So. Was brauchen wir? Ja, jetzt brauchen wir wieder Steine, ne? Lass mich raten, weil ich jetzt so viele Steine geerntet hatte, gibt es jetzt hier auf einmal keine Steine mehr. Doch, hier, oder? Ja. Sehr gut. Steine sind reichhaltigst vorhanden. Dann bauen wir uns mal hier unsere schöne Feuerstelle. Ja, dann brauchen wir noch also Holz,
Kladderadatsch. Hatten wir da nicht noch was in der Truhe? Ja. Oh. Noch mehr davon? Ich weiß gar nicht genau, wie man das jetzt... So. Wie man das herstellt. Wie kriege ich jetzt diese kleine... Was ist das? Ne, das sind die Steine. Das sind die Beeren. Ich brauche ja dieses Reisigzeug. Wie habe ich das nochmal bekommen? Wie habe ich das bekommen? Also ja, dadurch ja nicht. Den kann ich auch nicht kleiner machen. Oder? Kann ich hier nicht verwenden. Nee, ich brauche dieses kleine Geäst. Wie kriege ich das? Ich schmeiß mal einen Baumstamm in mein Lager rein. Es geht sogar. Oh, Crispy ist wieder da. Hallo, Crispy. Oh, warte mal, vielleicht durch den Stock? Oh ja, das ist der Stock. Genau, dadurch haben wir das bekommen. Ja, der Stock. Da ist ein weiterer Stock. Stock ist ja quasi totes Holz. Und ein Baum ist lebendiges Holz. Deswegen ist die goldene Regel, wenn du totes Holz haben kannst, dann musst du kein Holz töten. Also immer schön vom Boden aufsammeln. Weil Bäume sind unsere Freunde. Bäume sind unsere Freunde und ich glaube sogar, dass eines Tages, man liest ja viel dieser Tage Spekulationen über Außerirdische, sie werden eines Tages kommen und wir werden dann denken, in unserer natureigenen Eitelkeit, die kommen unseretwegen. Und dann werden wir uns schon anfangen zu streiten. Ja, wer hat denn das Verhandlungsrecht? Amerika, Russland, China, die Schweiz. Wer darf zuerst mit den Außerirdischen ins Gespräch kommen? Und dann stellt sich raus, nö, die Außerirdischen sind gar nicht wegen der Menschen da. Die sind wegen der Bäume da. Die sind wegen der Bäume da, wegen der Pflanzen. Weil der ganze Planet wird von Bäumen beherrscht und überzogen. Und die Bäume haben die magische Fähigkeit, aus CO2 Sauerstoff herzustellen. Das heißt, die Außerirdischen finden uns eigentlich sehr kakerlakig. Die sind gar nicht an uns interessiert. Sondern die wollen eher die Bäume vielleicht haben und auch eventuell schützen. Vielleicht denken sie, wir sind so eine Art Borkenkäfer. Wir sind eine Art Borkenkäfer, die die Existenz der Bäume gefährden, weil wir sie abholzen. Und dann kommen die Außerirdischen und sagen so, ey, ihr seid wirklich Schädlinge für die Bäume. Wir müssen euch leider aus dem Verkehr nehmen. Tja, und dann war's das mit uns. Deswegen immer Bäume respektieren. Und wenn möglich, stehen lassen. So, das wird jetzt hier gebacken, hoffentlich. In meinem Backofen. Mehr haben wir nicht. Das ist jetzt leckeres Wolfsfleisch, die Wolfskeule. Das beste Stück vom Wolf. Und eine Werkbank. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig. Und ein Forschungstisch. So, als nächstes machen wir mal die Werkbank. Die kommt auf die andere Seite. Wieso nicht direkt hier? Also, da finde ich direkt daneben. Können wir morgens aufstehen und direkt was bauen. Okay, da brauchen wir wieder so ein bisschen Totholz. Das hier sieht aus wie Totholz, aber ist Wurzelwerk. Darf man nicht verwechseln. Da ist noch Totholz. Doch nicht. Was? Och, das darf ich nicht einsammeln. Das gehört dem nahegelegenen Dorf. Also das ist ja wirklich frech. Das hier auch. Aber ich bin doch viel näher dran. Okay, das ist ja lächerlich. Ich hätte weiter weg siedeln sollen. Was ist das, wenn ich das jetzt hacke? Was passiert dann? Es passiert ja überhaupt nichts. Ah doch. Ah ja, Hammer. Das ist super. Das ist eine super Quelle für so kleines Reisigholz. Alles klar. Dann brauchen wir noch ein bisschen... Ah, warte, da kann ich noch... Genau.
Dann gehen wir wieder an diese junge Fichte dran, oder was das ist hier, das Ding da. Fichtenelch. Das ist ja schon zu groß, oder? Ne, junger Baum, genau. Das ist, was wir brauchen. Ja, Hammer. Er lebte nicht lang, aber er lebte gut. Dieser junge Baum. Und er ist jetzt zu etwas Größerem geworden. Nämlich zu einer Werkbank. Oha. Ach, guck mal, jetzt brauche ich wieder ein bisschen von dem Flachs. Wie viel? 2? 1? Ach, Mann, richtig viel. So. So. Ach, für die Seile. Ah, ja, okay. Fertig. Und direkt kaputt gekloppt. Also. Ach, wir brauchen einen Arbeiter. Aha. Aber ich darf da nicht selber arbeiten, oder was? Doch, einfache Werkbank. Wähle ein Rezept aus. Haben wir alles schon. Reparieren. Fackel. Fackel ist repariert. Ansonsten können wir hier nichts machen, was wir nicht sowieso schon machen können. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Aber als nächstes kommt natürlich der Forschungstisch. Forschung ist wichtig, Forschung ist gut. Und das packen wir direkt daneben. 5 Flachs brauchen wir dafür. Wir wissen doch alle, dass es hier keinen Flachs gibt. Habe ich Flachs da? Nee, da, ja, Leinsamen, genau. Oh, das möchte ich bitte anbauen. Wo kann ich das anbauen? Kann ich hier ein Feld bauen auch? Vermutlich 2 Flachs noch. Ja, vermutlich kann ich da eh noch nichts machen. Weil ich da erst jemanden haben muss, der sich da dann ransetzt. So, ich entschuldige mich bei dir, junger Baum. Aber ich brauche Holz. Und es gibt hier nur Totholz, was angeblich dem Dorf gehört. Da darf ich nicht ran. Oh, ich habe einen Setzling geerntet. Das war gar nicht, das ist ja entsetzlich. So. Und du auch. Okay, ich wollte den Setzling nicht ernten. Möchte mich entschuldigen. So. Zurück zur Forschungsstation. Was? Baumstamm? Und 2 Flachs und ein Baumstamm noch. Warte hier, ich hatte doch hier Baumstämme schon rumfliegen. Da zum Beispiel. So, einen dicken Baumstamm. Den packen wir mit dazu. Und jetzt fehlen lediglich 2 Flachsis. 2-mal Flachs noch, dann ist die Forschungsstation fertig. Wir haben keinen Flachs mehr. Es graust mich. Ich guck mal, ob ich hier ein Beet... Kann ich irgendein Beet? Beet. Nope. Mist. Was ist Plumpsklo? Braucht man allen Ernstes ein Plumpsklo oder ist das eher, weil es irgendwie süß ist? Plumpsklo kommt hinter das Haus. Nicht so weit weg vom Feuer, dass wenn man nachts raus muss, dass man dann, aber ich würde sagen, hier so ein bisschen dahinter so. Haben wir jetzt noch einen Baumstamm. Einen ganzen Baumstamm. Hier ist noch einer. Den legen wir da rauf. Und noch ein Baumstamm. Und was ist hier? Oh, sieht gut aus. Okay. Ein Baumstamm. Hier ist noch einer. Den nehmen wir. Und das Plumpsklo muss fertig werden. Ja, fantastisch. Rutsch. Ich finde ja die Entwicklung des Klos auch eine sehr interessante Forschungs-
Idee. Es gibt doch bestimmt irgendjemanden. Ach, das ist... Ah, okay, die werden zerstört. Es gibt doch bestimmt irgendeinen Geschichtsstudenten, der mal gesagt hat, hey, worüber schreibe ich meine Arbeit? Ach, wieso nicht? Über die Entwicklung des Stuhlgangs. Und dann fängt man an so, ja, wie im alten Rom gab es ja diese Gruppentoiletten, wo man dann auf so Bänken saß mit Löchern drin und dann hatte man diesen Schwamm, den man in Essig getaucht hat, um sich dann sauber zu wischen. Dann hat jeder hat einfach den Schwamm mitbenutzt, so. Dann irgendwann kam das Plumpsklo, dann gab es das Etagenklo bis hin zur privaten Toilette. Also da gibt es bestimmt einige interessante Dinge zu berichten. Würde ich sagen. Plumpsklo in Windrichtung des Dorfes bauen. Sehr gute Idee. Das gefällt mir. Das ist eine hervorragende Idee. So, wir brauchen aber Flachs. Und wir können, glaube ich, aber auch mit dem Dorfältesten widersprechen jetzt. Weil wir haben jetzt quasi unsere Hütte gebaut. Und das hier ist eher so Zugabe. Das müssen wir, glaube ich, noch nicht machen, um in der Quest weiterzukommen. Deswegen gehen wir jetzt ins Dorf. Packen die Axt weg, um nicht einen falschen Eindruck zu erwecken. Und dann schauen wir mal, was Dobron Jorklin uns zu sagen hat. Wir kommen mit stolz geschwellter Brust zurück. Haben uns als... Darf ich nicht. Gibt's doch nicht. Darf ich nicht ernten. Noch nicht. Wenn wir uns als würdig erwiesen haben, Teil der Dorfgemeinschaft zu sein, dann dürfen wir vielleicht auch den Flachs ernten. Jetzt gehen wir erstmal. Was? Hier ist er doch. Mein Freund. Was? I'll tell you what. We actually have one problem you can try to resolve. If you're willing, of course. Anything you can spare, kind soul. Peasants should be more grateful. Was ist es? It gets cold around here, especially close to the mountains. If we want to keep ourselves warm, we need fur for it, rabbit or wolf pelts, but you see our hunter. Well, was heißt das? We got into a little discussion about how things should work in the village regarding payment. He doesn't want to work with us anymore, but Herndeen mostly depends on him to provide. I want you to convince him to deliver traps. If you can bring us rabbit fur too, that would be very much appreciated. But we can't expect you to do that every day. Nee. We want to be self-sufficient with our fur trapping. So the priority is the traps, and the rabbit fur would be a bonus. Take care of that, and then I will consider your request. Na gut. Work peasants, there's no time to lose. Go speak with Amelie. She's a bit of a troublemaker, but her heart's in the right place, or so I have to tell myself. She has a good relationship with everyone in the village and knows nearly everything that goes on around here. Mm-hmm. If anyone can point you in the right direction, it's her. It's her. Das mache ich jetzt. Das werde ich tun. Amelie Feltoir. Ach, guck mal, die heißt auch noch Feltoir und wir müssen hier Felle besorgen. Das ist doch ein passender Name für die Aufgabe. Wo bist du denn? Na, wo hast du dich versteckt? Da ist sie. Bist du es? Ja. Hallo, Emily. Lubomir, kennst du ihn? Ich muss ihn finden. Okay. Danke. Glaube ich. Was? Okay. Das war jetzt alles, was du mir geben konntest. Du schickst mich wieder woanders hin. Naja, dann laufen wir da mal hin. Wir wollen uns ja hier einschleimen beim Dorf. Wollen ja wieder Anschluss finden. Aufgenommen werden. Die haben niemandem gesagt, wer wir sind, logischerweise. Weil wir ja immer noch gesuchter Prinzenmörder sind. Obwohl wir diese Tat nicht begangen haben. Wir waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Deswegen dürfen wir nicht einfach sagen, dass wir ja ursprünglich hierher kommen und genau das gleiche Recht haben, hier zu sein, wie alle anderen auch. Oh, guck mal da. Ein schöner Waldbach. Der sieht doch idyllisch aus, oder? Guck mal.
Oh, da möchte man auch die Kleider von sich werfen und direkt mal eine Runde schwimmen. Gibt's hier Fische? Ich glaube nicht. Wie weit ist denn das? Oh, ist doch noch eine Weile. Oh, hier ist, darf ich das haben, bitte? Nein, gehört zum Dorf noch. Darf ich nicht haben? Hier haben wir diese Beetsteine. Oh, was? Ich habe halt original Grabraub begangen. Aha. Guck mal. Was ist das für ein Buch? Jagen. Oh. Was jetzt? Okay, ich glaube, wir haben unser Jagen verbessert gerade. Ja, so einfach ist das. Einfach ein bisschen Grabraub gemacht und das Wissen vergangener Menschen mir zu eigen gemacht. Und keiner hat's gesehen. Sehr gut. Jetzt sind wir gut im Jagen. So, wo ist der Typ da? Der ist ja richtig irre, oder? Hallo. What are you looking for? It's dangerous to wander around the woods alone. Haven't you heard about wolves or bandits lurking in this area? You don't look like the hunting type. Tja, so hallo. Ich habe gerade ein Buch gelesen über das Hunten. Daron hat mich geschickt, er hat nach Fallen gefragt, Wölfe und Banditen lauten in der Gegend. Ja. Hurt the people in Herndeen. Of course now they need me. I'm not going to work with them. Daron has no respect for my craft. He doesn't value everything I've contributed to that damned village. Kenn ich das Gefühl. Until he does, they can fend for themselves. Bob. You're asking for help, but you don't know a thing about me or what I went through. Ja und? I used to be a respected member of the community. I even could have been an elder if I wanted. But they degraded me because I refused to be a slave to Ashborn's puppets. Verständlich. So I left. I still tried to contribute from a distance, providing them with fur, food and creating traps for the sake of the village. But they wanted more. Was kann man doch noch mehr wollen? Pay, the elder said no and actually warned me not to ask again. At one point he said he'd speak to the brigands about my behavior. Das geht ja nicht. Nee, das geht ja nicht. Ich will niemanden verteidigen, aber es scheint, als wäre Herndon nicht reich genug, um dich zu bezahlen. Das klingt wirklich hart. Ich sag erstmal, das klingt wirklich hart. Yeah, Empathie. Well, the fine people of Herndon don't agree with you. That's why I want to leave that life behind. Wie jetzt, er will weiterziehen? Dann lass doch deine Fallen da. Let's make an arrangement. You need traps and I can teach you how to make them so you can catch smaller animals. Okay, was willst du dafür? Someone who can get things done. I don't know why, but I feel like you have a lot going on inside your head. Das ist richtig. I'm willing to join you if you provide me with shelter and food. Together, we can make each other's lives easier in this land. So, can we cooperate? Ich denke, es ist möglich. Ich komme wieder, sobald ich einen Unterschlupf für dich gebaut habe. Klar. Ja, Hammer. Das mache ich aber bei mir direkt nebenan. Das ist jetzt ja mein neuer Gefährte. Das ist ja geil. Es wird schon wieder Nacht. Splatter 77 und Jana 163. Ich bin euch noch ein Danke schuldig für den freundlichen Support. Wir gehen zurück nach Hause. Ich baue das direkt bei mir. Es ist zwar jetzt lächerlich weit weg, aber wenn ich das richtig verstehe, zieht er ja quasi bei mir ein. Dann ergibt es ja total Sinn. Nimm mal ein paar Pilze mit. Dass ich das auch bei mir baue. Ich nehme Pilze mit und dann baue ich so eine Kiste und da packe ich ganz viel Pilze rein. Und dann habe ich da super viel Pilze. Oh, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich hatte ja Fleisch auf dem Grill gelegt. Oh, die gute Wolfskeule habe ich vergessen. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät.
Und dann können wir uns auch schlafen legen übrigens. Herndeen. Da brauche ich wieder viel Flachs für und das gibt mir gerade auch zu denken. Aber ich könnte nochmal zu der Flachsbraut gehen. Wir haben ja diese Kräuterhexe da gefunden. Und da gab es ja einen reichhaltig bestückten Flachsgarten. Eventuell werden wir da nochmal wieder fündig. Das ist auf der Karte verzeichnet. Da finden wir auch wieder hin. Aber erstmal versuche ich zu schlafen. Was ist der kürzeste Weg? Ja, wir müssen scharf links halten. Guck mal, das sind auch noch so Ruinen. Die aber ganz praktisch sind. Die oh Gott! Ich dachte gerade, das wäre so eine Spinnenkuh, die sich von oben auf mich herabstürzt. Halb Spinne, halb Kuh. Don't try anything stupid. Nein, ich will nach Hause. Spider-Cow. Spider-Cow. Sie macht alles, was eine Spider-Cow kann. Hier müssen wir lang. Ich nehme es nicht so genau mit Privatsphäre. Oh, da kann man so rüberklettern, das ist gut. Ey, nee, warte mal. Also grob in diese Richtung. Da ist ja die weiße Kuh, genau. Nee, wir müssen mehr hier lang. Ja. Hier an der Grenze des Dorfes entlang und dann geradeaus. Was ist das? Ah, das ist einfach nur Fels. Orientierung kann ich auch noch mal skillen. Ist das meine Hütte da hinten? Ja. Sehr gut. Hier bauen wir jetzt diese Hütte, die er wollte. Und zwar bauen wir die... Oh, was ist mit dem Fleisch? Das ist ja immer noch roh. Was? Wie lange muss das denn braten? Oder ist da kein... Brennt das Feuer nicht richtig? Das ist der Punkt in der Mitte da. Ah, okay. Jetzt wird es erst gebraten. Ah, okay, verstehe. Ja, das ist gekocht. Aber ist es schon... Ist es schon fertig gekocht? Also wird das quasi verbrannt sein, wenn sich der Kreis füllt? Oder ist es erst gar, wenn der Kreis sich füllt? Ich kann es noch nicht wieder nehmen. Okay, ich glaube, ich muss warten, bis der Kreis sich gefüllt hat. Dann gucken wir mal in der Zwischenzeit nach dem Haus, was der wollte. Ja. 6 Flachs. Das ist wirklich ganz schön viel Flachs. Hier darf ich nicht, oder? Zu nah am Dorf? Shit. Das geahnt hätte. Direkt neben das Plumpsklo setze ich den. Ja, mach ich auch. Klingt wie ein Scherz, ist es aber nicht. So. Wir holen uns mal... was? Warte mal. Achso, das gehört hoffentlich zusammen. Wird schon passen. Wir gehen jetzt schlafen. Den können wir tagsüber arbeiten. Das nehmen wir aber noch mit hier, das Fleisch. Dann betten wir uns zur Ruhe, ruhen uns aus. Essen vielleicht zum Frühstück. Leckeres Stück Wolfsschenkel. Jo. Sehr gut. Jetzt wollen wir schlafen. Wir schlafen bis zum Morgen.
Herrlich. Tag 3. Wie jetzt 4 Tage bis zum Winter? Was sind denn das für Informationen? Die hatte ich aber vorher nicht. So, Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Was? Warum? Rote Beete-Marmelade, wo habe ich die denn her? Das können wir, glaube ich, reparieren an der Werkbank. Reparieren, Fackel. Reparieren? Kann ich nicht. Ach so, das gebe ich quasi in Auftrag. Ich glaube, wenn ich das dort reinsetze, dann machen meine Bewohner des Dorfes das fertig für mich. So kann ich die für mich arbeiten lassen. Hier sind auch Kühe eingewandert, das gefällt mir natürlich sehr gut. Das ist blau, aber leider kein Flachs. Wir machen jetzt Folgendes. Wir bewegen uns jetzt mal auf der Suche nach Flachs. Und gucken, ob wir Glück haben. Die... Warte mal, da... Wo war das noch? War das hier, dieses ehemalige Banditenlager? Möglicherweise, ne? Wir müssen ein bisschen nach Süden, Südosten. Haben wir einen Kompass? Nö. Also. Flachs. Das ist echt ein bisschen schade, dass man so lange... Ist das ein Feld hier? Nee. Man kann 100% sich Felder anlegen. Das Flachsproblem wird bald keins mehr sein. Wir müssen aufpassen, dass wir die Banditen nicht aufschrecken. Flachs ist eher auf offenem Feld, ne? Oh shit. Da oben sind sie. Die werde ich natürlich überfallen demnächst, wenn ich meine Truppe zusammengestellt habe. Dann... Oh, warte, da hinten ist es... Was ist das? Ist der nett? Der hat zumindest keinen Lebensbalken über dem Kopf. Möglicherweise ist das ein Freund. Willst du bei mir wohnen? Will nicht reden, steckt deine Waffe... Oh, okay, shit. Der hat sich bedroht gefühlt, dadurch, dass ich die Axt in der Hand hatte. Also das ist wirklich schon relevant. Ich steck die wirklich mal weg. So, hier, ey. Blühende Wiesen. Hier muss es Flachs geben. Wir kamen, glaube ich, von da hinten. Ich guck mal jetzt hier. Also komm, also wenn hier kein Flachs blüht... Da, wusste ich's doch. Nils Gespür für Flachs. Oh, herrlich. Ah, das ist ja fantastisch. Oh, hier darf ich nicht mehr. 2 Meter zu nah am Dorf. Den nehme ich sehr genau. Alles, was wir finden, nehmen wir mit. Ah, fantastisch. Fantastisch. Was ist das? Oh! Ein Kaninchen! Ah, Mist. Aber das ist ein Technologiebaum. Der scheint mir... Oh, der ist ja ganz schön komplex. Alter. Okay. Das Spiel hat Ambitionen. Das muss ich alles am Forschungstisch machen, nehme ich an. Vielleicht kann ich hier irgendwo auch ein Beet erforschen. Hier, was? Ah, sowas brauche ich. Kurzbogen. 0% erforscht.
Nee, Salbei brauche ich gerade nicht. Wir wollen uns mal... Na, ich sag doch, kein Salbei. Uns auf Flachs konzentrieren. Meint ihr, ich habe eine Chance, den Hasen beim Kacken zu erwischen, dass der... Der hoppelt davon. Bleib mal stehen, Hase. Oh, da sind zwei Hasen. Und ihr Freund, der Elch. Oh Gott. Ich will mich von hinten anschleichen. Ah, gegen den Wind. Das ist nahezu unmöglich. Ich brauche Pfeil und Bogen. Nee, keine Chance. Lieber Flachs. Aber gut zu wissen, wo die Hasen sind. Hier auf diesem großen Feld. Hier kann ich dann zurückkehren. Hier hätte ich mal, wisst ihr was, hier hätte ich meine Hütte bauen sollen. Das ist ein viel besserer Ort. Hier gibt es Tiere, hier gibt es Flachs, Salbei, Bäume. Hier ist alles. Hier hätte ich bauen sollen. Das weiß man aber vorher nicht. Oh, das wäre ein viel besserer Ort. Ich weiß nicht, soll ich nochmal neu anfangen zu bauen? Das ist wirklich sehr... guck mal, mit so viel Flachs in der Nähe kann man das doch mal... Persönliche Hürde 1. Also ich habe fast das Gefühl, weil das Dorf ist ja auch hier in der Nähe. Wir sind hier viel schneller. Da hinten ist auch ein Stein, habe ich jetzt bislang noch nicht gesehen, aber ist das da hinten? Ich weiß ja nicht, wie oft man Flachs braucht, aber offensichtlich sehr oft. Wohnzelt. Persönliche Hütte. 10 Holz, 6 Flachs. Okay, das einzige... Ich gehe mal da hinten mehr an den Waldbereich ran. Also hier ist alles vorhanden. Tiere, Flachs, Holz. Aber haben wir auch Stein. Ja, ist auch so, ja, das sind junge Bäume, das ist gut. Hier, ach, das zählt, ach Mist, guck mal, das zählt leider schon zum Dorf. Dieses Wäldchen hier, oder? Oh, das ist das Kaninchen. Das werde ich niemals fangen können. So, kann ich hier dich zum Beispiel schlagen? Oh ja, hier dürfte ich schlagen, das ist gut. Steine sind leider hier nicht reichhaltig vorhanden. Brauchen wir vielleicht nicht so oft. Ah, hier sind ein paar Steine. Okay. Ja, könnte man sich überlegen. Zu sagen, wir bauen hier, machen hier einen Neuanfang. In dieser wunderschönen Gegend. Hier so. Da ist die. So, da ist der Eingang ins Dorf. Das ist doch vielleicht ein viel besserer Ort. Hier ist dann auch direkt so dieses. Persönliche Hütte. 10 Holz, 6 Flachs. Das ist doch schnell gemacht. Mach das jetzt einfach mal. Ah, genau. Ja. Ich sollte mal die Axt wegstecken. Jetzt, wo ich weiß, wie es geht. Ah, jetzt brauchen wir jetzt noch ein bisschen... Ja. Bisschen Holz. Darf ich hier, oder...
Ah ja. Guck mal, das ist alles in unmittelbarer Umgebung. Ja, großartig. Das geht doch super schnell. Was machen wir jetzt noch? Ah, das ist hier ein, ey, warte mal, das ist ja einfach nur ein Lager. Oder was? Ey, warte mal. Habe ich da einfach ein Baulager oder? Ah ja, okay. Mach mal die Axt weg. Das heißt, da können alle dann von nehmen. Ich nehme mal an, das ist ein Lager. Und alle Leute, die dann bei mir wohnen, die dürfen daraus schöpfen und irgendwas aufbauen oder so. So, was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Okay, was fehlt noch? Da. Okay. Cool, cool, cool. So, jetzt haben wir hier. Das geht ja super schnell. Und dann bauen wir jetzt hier noch eine zweite Hütte. Das wäre dann ein Wohnzelt. Und das können wir, da können wir so einen kleinen Ritualkreis draus bauen. So. Dann holen wir uns noch ein bisschen Flachs hier irgendwo. Hoffentlich gibt es hier noch was. Hallo Hasen, lieber Nachbar. Guck mal. Oh, das ist ja herrlich. Ich hoffe, das wächst auch nach. Alles andere wäre enttäuschend. Max. Das geht tatsächlich schneller, hier neu aufzubauen, als zurückzulaufen. Was ist da jetzt drin? Ah, Flachs. Die ist gegessen. Die Fleischkeule, ja. Ah, das machen wir gleich. Das kann ich alles hier reinlegen und dann sind nämlich meine Taschen leer. Das ist ganz interessant. Da kann ich das alles... Und da können andere auch mithelfen zu bauen. Ah, ja, ja, ja. So funktioniert das also. Hier ist Holz. Na gut. Guck mal, hier ganz viel totes Holz. Ich soll keine Bäume schlagen, das gefällt mir. Hier auch noch, sehr gut. Und Flachs und Holz. Oh, Inventory ist full, also zurück zur Baustelle. Baumstämme fehlen, okay. Die holen wir uns hier. Was? Oh, was? Der braucht ein besseres Werkzeug. Das sind das Apfelbäume, oder? Dann holen wir uns halt einen anderen Baum. Den darf ich vermutlich dann auch nicht. Der sieht eh nicht dick aus, ja. Was ist hier mit denen? Komm, das muss doch funktionieren. Ja, einige Leute, die jetzt heute Abend etwas später eintrudeln, stellen fest, ich habe den Namen geändert auf Twitch, das stimmt. Ich habe einfach, bin einfach auf Nils gegangen. Das hätte ich von Anfang an gemacht, wenn er damals verfügbar gewesen wäre. Ich finde, wir gewöhnen uns daran. Ach, Inventory ist voll. Kamst du darauf, dich Nils zu nennen? Das ist mein Name halt. Und ich hatte immer schon, ich wollte schon damals, als ich angefangen habe mit Twitch, den Namen haben. Der war aber nicht verfügbar. Und jetzt ist er verfügbar. Deswegen habe ich das gemacht. Wo kam ich her? Wo habe ich den Baum jetzt geschlagen? Warte mal.
Wo habe ich den geschlagen? Da hinten. So. Kann ich zwei nehmen? Okay, das ist natürlich jetzt Mist. Ey! Okay, das ist glaube ich noch leicht verbuggt hier. Mist. Ach. Warum darf ich diesen Baumstamm nicht mitnehmen? Ich glaube, wir brauchen zwei. Oh. Das war eine Kuh? Nee, das war so ein Elch. Du heißt also Nils. Und was sind so deine Hobbys? Meine Hobbys sind basteln, malen, aber nur nach Zahlen, reiten, schwimmen, Hasen jagen, im Regen tanzen. Brauche noch mehr Äste. Was ist hier? Bist du ein ausgewachsener Baum? Nee. Baum. Den nehme ich. Kann man das Game mit Controller spielen? Mag ich noch nicht ausprobiert. Ich. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, mit Maus und Tastatur ist es im Grundsatz besser, aber. Würde es nicht ausschließen. Aber ich finde ja, je komplexer so eine Menüführung ist, desto mehr Spaß macht es mit Maus und Tastatur. So, jetzt haben wir den zweiten Baum. Oh, Axt weg. Oh, okay. Oh. Jo, 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 das haben wir gleich fertig. Man muss immer dann wirklich dahin laufen, ne? Also bei anderen Spielen ist es so, das reicht, wenn man die da ablegt. Hier muss man auch genau an die Stelle, wo das Zeug gebraucht wird. Das ist ein bisschen anders, aber nicht unbedingt schlechter. Hat eine gewisse Immersion auch. Okay, wir haben das hier gebaut. Das heißt, wir können zu unseren Freunden zurück. Dieses Zelt bietet einen Siedler einen Unterschlupf, es kann nur zwei Personen beherbergen. Ja, das ist doch okay. Ich werde jetzt hier nochmal Lagertruhe. Ja, Lagertruhe. Und zwar. Warte, wo geht die auf? So rum, ne? Ja. Lagertruhe. Jetzt werde ich noch ein paar. Ah, das brauche ich. Das verdorbene Essen schmeiße ich weg. Das muss ich. Nee. Das verdirbt leider sehr schnell. Das ist schade. Die scheint mir nicht zu verderben. Die muss ich alsbald essen. So. Der Hase guckt sich mit an, wie ich jetzt hier seinen liebgewonnenen Hain Stück für Stück abholze. Das gefällt ihm natürlich überhaupt nicht. Was ich verstehen kann. Das ist, glaube ich, ein. Ja, das ist ein junger Baum, da kriegen wir Holz. Ich habe ja auch Setzlinge, also in der anderen Siedlung. Und da könnte ich jetzt vielleicht den Wald auch wieder mit aufpäppeln und hier noch ein bisschen was anbauen. Hallo? Wie hieß der Kanal früher? Nils Bohmhoff Live. Das liegt daran, dass mein Name Nils Bohmhoff ist und der Name Nils Bohmhoff war aber weg, weil irgendjemand hat sich Nils Bohmhoff genannt. Und dann konnte ich den Namen nicht nehmen, obwohl keiner so heißt, natürlich. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, okay, ist ja Livestreaming hier, also nenne ich es halt Nils Bohmhoff Live, weil ich bin ja dann live. Aber ich fand es auch ein bisschen. Ein Kompromiss, der mir nicht so gut gefallen hat. Auf Dauer fand ich ein bisschen lang auch und so.
Was? Füge Flachs hinzu. Jetzt auch noch Flachs wieder dafür. Okay. Ich glaube, ich habe einen zu wenig rausgenommen. Ja. So. Fertig. Sehr gut. Kleiner Gemein. Achso, das ist eine gemeinsame Truhe. Und wenn alle in das Dorf einziehen, wird das Klo im Zentrum mit der feierlichen Hymne von Rötzlingen eröffnet. Genauso ist es. Genauso ist es. Yo, also. Das sieht super aus. Sehr einladend. Wir können nochmal. Bisschen was hier weiterbauen, während wir zugange sind. Wie wäre es denn, wenn wir die Werkbank hier so zwischensetzen? Wo ist hinten, wo ist vorne? Gibt es einen hinten und vorne bei einer Werkbank? Im Zweifel da, wo der Stock ist, ist vorne. Ne? Das war, glaube ich, eben auch so. Aber nee, der Griff der Werkzeuge ist so rum. Ich glaube, es ist eher so rum. Jetzt fehlen wieder noch ein bisschen Flachs. Kleine Flachsfreunde. Fehlt jetzt noch. Welcher Werkstoff? Stein. Ach, Stein. Genau. Das war ein bisschen ein Problem. Stein, 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 Stein. Hatten wir. Guck mal, da hinten sind Steinvorkommen. Hier müsste es auch. Irgendwann kann ich eine Hacke bauen. Kann ich jetzt schon eine Hacke bauen? Nee, kann ich nicht. Warum? Kann ich diese Steine nicht einsammeln? Aber hier gibt's Steine, komm. Da gibt's Steine, genau. So. Sehr gut. Dann nehmen wir mal so viele mit, wie wir tragen können. Und wupp. Machen sie Taschen voll. Taschen voller Stein. Ja, das war im Zwischenmittelalter war Stein tatsächlich unglaublich wichtig aus verschiedenen Gründen. Zum einen ästhetisch. Steine waren in Mode einfach. Heute hat man ja Kerzen oder Duftbäume oder was auch immer. Damals hatte man Steine, die hat man dann angemalt, hat ihnen so kleine Gesichter drauf gemalt und dann gab es auch für die Kinder zum Geburtstag nichts, aber jedes Kind hatte beim Steinfest einmal im Jahr die Möglichkeit, einen Stein zu bekommen. Der war festlich angemalt, aber nur das beste Kind hat diesen Stein bekommen. Also es war damals im Zwischenmittelalter das Steinfest und ja, da haben sie sich alle drauf gefreut. Die Kinder, wer bekommt wohl dieses Jahr den Stein? Nur das fleißigste, wohlerzogenste Kind hat den Stein bekommen dann. Und deswegen war der Stein einfach von unglaublicher Bedeutung in dieser Zeit. Oftmals war es eben dann auch so, wenn Kinder lange Zeit keinen Stein bekommen haben, dann waren die halt auch sehr traurig. Und deswegen hat man sich irgendwann entschlossen, im Spätmittelalter zu sagen, dass das Steinfest abgesagt ist, weil natürlich dann die Leute hatten früher teilweise so 12 Kinder und mehr. Und wenn immer nur ein Kind den Stein bekommen hat, waren 11 Kinder enttäuscht. Und das, ja, hat dann für Unruhen gesorgt. Da gab es die Kinderaufstände. Da sind teilweise marodierende Kinderhorden dann durch die Brandschatzen, durch die eigenen Dörfer gezogen, weil sie keine Steine zum Steinfest bekommen haben, weil sie einfach enttäuscht waren. Und ja, das hat auf Dauer zersetzend auf die Gesellschaft eingewirkt, sodass man sich dann dazu entschlossen hat, das Steinfest zu ersetzen mit einem anderen Fest, und zwar dem Holzfest. Und dort hat jedes Kind dann einen Stock bekommen. Ausnahmslos jedes Kind, unabhängig von seiner Leistung und Beliebtheit innerhalb der Familie. Und dann haben die Kinder sich dann getroffen, haben diese Stöcke auf einen großen Haufen gelegt und angezündet und um das Feuer herum getanzt. Das war dann das Steinfest. Das hatte aber nicht lange Bestand, denn wenige Jahre nachdem das eingeführt wurde, hat die katholische Kirche die Idee gehabt, das erinnert so ein bisschen an die Walpurgisnacht, an so Hexenrituale, an satanische
Gepflogenheiten und haben dann alle Kinder, die dieses Holzfest gefeiert haben, verjagt. Und haben sie dann immer weiter nach Norden getrieben in regelrechten Hetzjagden. Sind die katholischen Priester dann mit ihren langen Gewänden hinter den Kindern hergelaufen und haben sie sozusagen vertrieben. Bis in den hohen Norden. Dort haben die Kinder sich dann angesiedelt und sind dann später zu Wikingern geworden. Also so sind damals die Menschen nach Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland gekommen. Und daher auch diese tief verwurzelte Wut der Wikinger auf die katholische Kirche. Es gab dann ja immer diese Brandschatzfahrten, als dann die Wikinger mit ihren Langbooten die Flüsse Europas heraufgefahren sind. Und dann haben sie ja die ganzen Klöster und Kirchen geplündert. Und das hat seinen Ursprung in dieser unglaublichen Wut aufgrund dieser Vertreibung. Die ist dann dieser Kirche auch zum Verhängnis geworden. Das muss man ganz klar sagen. Sie hießen ursprünglich auch Wikinger. Das stimmt. Da hat Joghurt Toffel sehr gut aufgepasst. Im ersten Semester, muss man ganz klar sagen. Es ist wieder morgen. Wir gehen mal zu Lobomir Netterbei. Und ich wollte eigentlich noch einen Forschungstisch bauen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht darf. Tatsächlich habe ich... Aber ich kann die einfach nicht mehr machen. Vielleicht darf ich nur eine haben. Das wäre ja blöd. Naja, egal. Das haben wir alles dabei. Oh, das legen wir in unsere Truhe. Oh nein, das Essen ist verdorben. Was? Nee, das muss weg. Warte mal ganz kurz. Da wird das gestackt auf einmal. In der Truhe kann man das stacken. Das ist natürlich geil. So, jetzt rennen wir. Brauchen wir was zu essen? Nö, uns geht's gut. Also essen muss man hier nicht besonders viel. Aber ich glaube, der Weg ist recht... Oh ne, warte mal, das ist gar nicht weit. Das ist ja hier schon. Das ist ja noch besser. Das ist ja in allen Belangen der überlegene Standort hier. Darum waren die Wikinger auch Freunde und Freundinnen der Runensteine. Ja, genau so ist es tatsächlich. Es hängt alles ein bisschen zusammen. Geschichte ist nichts weiter als das Auffinden von Zusammenhängen. Alles, was der Mensch tut, ist ja begründbar. Und man muss nur die Verbindungsstücke finden und dann weiß man auch, warum was passiert ist. Wenn man Ereignisse isoliert betrachtet, machen sie oft keinen Sinn. Man denkt sich, ja, was ist denn da geschehen? Aber wenn man die Zusammenhänge, die Brücken erkennt, dann wird alles klar. Any good news? Is my new home ready? Wunderkind. Der hat die Eigenschaft Wunderkind. Let's get to it. Build the research desk for me and then I will show you how it's done. Ach Gott. Ho and remember that once we build them, you should place it in dense forests to increase the chance of catching something. Okay. Ja. Deine Dorfbewohner können jederzeit von drei Rollen, eine von drei Rollen zugewiesen werden. Ein Arbeiter erfüllt seine Handwerks- und Produktionsaufträge in der Siedlung. Ein Gefährte reist mit dir und befolgt deine Befehle. Ein Wächter patrouilliert und verteidigt deine Siedlung vor Gefahren. Du kannst deinen Gefährten Befehl erteilen, indem du ihn mit E-kontextbezogene Befehle zum Angreifen, Ernten und Bewegen gibst. Probiere es selbst aus. Das mache ich glatt. Es ist wichtig, dass du und deine Dörfer gut ernährt bleiben. Wenn du hungrig wirst, werden deine Gefährten, Arbeiter und Wachen ihre Arbeit unterbrechen, um Nahrung zu suchen. Je besser das Essen, desto länger können sie arbeiten. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, Arbeiter ist erstmal gut. Gefährte ist auch nicht schlecht. Du bist ein Gefährte. Okay, folge mir. Der heißt jetzt Folge mir, klingt übrigens auch wie ein mittelalterlicher Name. Franzbert Folge mir. Leider hat sich gerade herausgestellt, weshalb ich keinen Forschungstisch bauen durfte. Offensichtlich darf man nur einen bauen. Den müssen wir abbauen. Und hier in unsere neue, viel bessere Siedlung. Kann ich dich dazu bringen, dass du irgendwas für mich machst?
Kannst du vielleicht hier warten? Das ist so doof mit dem... Das ist unsere Siedlung. Weißt du was? Ist mein Inventory leer? Ja, das ist gut. Komm, wir gehen jetzt in die alte Siedlung. Folge mir. Und dann hoffe ich, dass ich da Sachen abbauen kann. Und zwar gehen wir den kürzesten Weg durch das Dorf. Dann laufen wir auch nicht aus Versehen den Banditen in die Arme. Kommst du mit? Er kommt mit. Das ist wunderbar. Ah, die Pflanzen lassen wir immer. Ja, da werden die dumm aus der Wäsche gucken hier im Dorf, dass ich so schnell eine Gefolgschaft aufgebaut habe. Das spricht natürlich für meine Führungsqualitäten, für meinen Charme auch. Was ist das da noch für eine Hütte? Ach, das war dieser Holzfäller, der so ein bisschen grantig war. Grantelbart. Oh, wir müssen jetzt nach Norden. Leider sind die Himmelsrichtungen zu der Zeit noch unbekannt gewesen. Man dachte ja lange Zeit, im Prinzip bis ins frühe Barockzeitalter, dass es 14 Himmelsrichtungen gibt. Und da waren Bezeichnungen bei, die kennt man gar nicht mehr. Sackbarre zum Beispiel, Knotling, der Breitstern, die Silbenbrühe, um nur einige Begriffe zu nennen, die damals für Himmelsrichtung standen. So wie das Land und die Hoheitsgebiete zersplittert waren in Fürstentümer, in verschiedenste Organisationen. Es gab damals ja nicht ein Land, jetzt Deutschland oder was auch immer. Länder wurden auch viel später erst erfunden. Und da konnte man sich nicht einigen. Ne? Da gab es immer sehr viel von allem, weil es halt nicht genormt war. Ne? Und da gab es halt 14 Himmelsrichtungen. Was hat zu großer Verwirrung geführt, weil das ist sehr schwierig, sich das zu merken. Und die Leute hatten auch nicht die Zeit, das zu lernen. Die mussten viel arbeiten. Und dann hat man sich halt ständig verlaufen. Teilweise, da gibt es eine Geschichte, da ist die Flotte, eine Armada kann man nicht sagen. Zu der Zeit war so eine Flotte halt, bestand aus maximal 20 kleinen Schiffen, teilweise aus Baumstämmen gehüllte Einboote. Und da wollte der Herrscher Zwunibert IV., also seinen Konkurrenten Zwunibert V., das war nicht sein Bruder, das war purer Zufall, dass die so ähnlich hießen, angreifen und sich sein Reich einverleiben durch militärische Gewalt. Und er hatte gedacht, ich mache einen Überraschungsangriff mit meiner Flotte, hat also eine Flotte aufgebaut und wollte die dann über einen kleinen Wasserumweg von hinten sozusagen kommend überraschen, die Feinde, und hat dann aber diese 14 Himmelsrichtungen verwechselt, sodass diese Flotte in die falsche Richtung gesegelt ist und ist halt über viele Wochen und Monate durch die Welt gesegelt und ist dann am Ende auf Australien getroffen. Australien war zu der Zeit überhaupt nicht bewohnt, also da gab es keine Tiere, keine Menschen. Und die haben halt also dann diesen Kontinent besiedelt, daraus wurden die Aborigines. Und die hatten natürlich so einige Tiere auch dabei, auf diesen Schiffen logischerweise, zum Beispiel zum Essen, aber auch zum Eierlegen oder einfach aus purer Unterhaltungslust, weil Tiere auch lustig sein können. Und dann hat man die Tiere dort freigelassen, die haben sich dann in einer sogenannten Blitzevolution, also es ist ein Prozess der Evolution, der wie unter einem Brennglas beschleunigt funktioniert, diese Evolution. Und dann haben sich dort aus Spezies, die heutzutage auch noch in Europa heimisch sind, Beuteltiere entwickelt, die es hier nicht gibt. Ja, wie zum Beispiel das Känguru, der Koalabär. Und ja, das ist dann eine ganz eigene Gesellschaft geworden, weil man eben aufgrund dieser 14 Himmelsrichtungen sich verfahren hatte. Und der Krieg hat dann auch nicht stattgefunden tatsächlich. Kunibert der V. hat dann irgendwann von diesen finsteren Plänen erfahren, war völlig entsetzt und war aber selber Pazifist, hat dann darauf verzichtet, einen Rachefeldzug zu starten und ist dann einige Jahre später vom Nachfolger von, also seines Konkurrenten, dann auch vernichtend geschlagen worden. Der Pazifismus hat dann eine dunkle Stunde erlebt und sich eigentlich seitdem auch nicht mehr davon erholt. Das nur am Rande, darum sollte es gar nicht gehen jetzt. Wir wollten diesen Forschungstisch jetzt bemannen. Den hatten wir ja, glaube ich, schon. Ach, du grüne Neune.
Es fehlt uns an Flachs. Es fehlt uns an Flachs. Ist es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich dieses Bauvorhaben abbreche? Kann ich das irgendwie machen? Zerlegen. Ja. Und zerlegt. Schließen. Und Beutel nehmen. Jawohl. Okay, nee, das muss jetzt nicht sein. Ey. So, ey, kannst du diese die Bäume nehmen? Haha, das ist ja lustig. Ja, der macht's! Er ist ja ein absolut geiler Typ. das ist ja fantastisch. Ey, Lubomir, du kannst jetzt einfach das Ding mit umschleppen. Du bist ein guter Freund. Was nehme ich denn noch? Ach, das ganze Essen ist verdorben. Das ist ja mal schade. Ich könnte jetzt hier noch Sachen abbauen. Aber das mache ich nicht. Das Wichtigste ist, dass wir den Forschungstisch neu aufbauen können. Den Rest können wir hier stehen lassen, falls wir nochmal wieder her wollen. Und du kommst mit. Folgen. Kommst du? Ja. Achso, jetzt hat er den Stamm weggeschmissen. Ist egal. Wir werden... Ja, einfach gerade runter, dann sind wir da. Und da bauen wir das dann wieder auf. Ich hoffe mal, das klappt, wie ich mir das vorstelle. Eigentlich müsste ich, wenn ich jetzt auf B drücke... Ja, da kann ich den Forschungstisch wieder bauen. Sehr gut. So. Der Zwiebeldip. Es wird die Geschichte mit dem Zwiebeldip für sich gewünscht, ja. Die ist im Vergleich zu den Dingen, die sich in den unterschiedlichen Epochen des Mittelalters abgespielt haben, natürlich eher unspektakulär, diese Geschichte des Zwiebeldips. Vielleicht sollte ich es runterbrechen auf die Rezeptur, auf die Ingredienzien. Wenn ihr mal Interesse habt, einen richtig coolen, leckeren Dip zu machen, den ihr vielleicht auch auf Partys mitbringen könnt, oder wenn ihr ein Date habt, nehmen wir an, ihr habt ein erstes Date und ihr möchtet euer Date überraschen, was Außergewöhnliches machen, was Leckeres, dann könnt ihr einen Zwiebeldip machen. Dieser Zwiebeldip ist relativ einfach. Ihr braucht zwei handelsübliche Schmandbecher und eine Zwiebelsuppe von Maggi zum Beispiel. Gibt es so Zwiebelsuppentüten. Das ist so eine Mischung, eine Gewürzmischung. Und die ist natürlich eigentlich dafür gemacht, um Zwiebelsuppe zu produzieren. Aber mit viel Fantasie habe ich mir gedacht, warum nicht was anderes damit machen? Und habe die mit diesen zwei Bechern Schmand verrührt. Einfach nur mischen, verrühren. Und dann wird das ein Dip. Und dann ist es ein Zwiebelsuppendip. Und ihr müsst es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ihr denkt jetzt, oh, das ist aber jetzt ekelhaft oder so. Nein, nein, nein. Das ist wirklich ganz toll und ihr solltet das ausprobieren. Wo ist vorne, wo ist hinten? Erkennt man das? Ich dachte, der Stock gibt Aufschluss darüber. Ich glaube so. So. Kannst du auch irgendwas machen? Kann ich dem jetzt sagen, Befehl... Material bringen. Ah, das ist ja geil. Nee, du sollst Material bringen. Der Befehl war schon... Ja, Material bringen, genau. Wenn ich jetzt abdringen mache, was dann? Okay, machst du das jetzt, oder? Offensichtlich nicht. Er läuft mir einfach hinterher. Er wartet darauf, dass ich die Arbeit mache. Schade. Ich verbinde die Story mit einer Umzugsstory. Ja,
Das stimmt. Aber wir wollten uns jetzt lediglich um das Rezept einmal kümmern. Oh, fantastisch, wie er das... Guckt euch das an. Wie er diesen Baum... Das ist ja fast schon ein Tanz, den er vollführt. Ah, und da haben wir ihn. Ja. Und vermutlich darf ich ihn jetzt nicht wieder, darf ich ihn wieder nicht schneiden. Ah, doch. Und noch einmal. Und nochmal. Und nochmal. Ach so, ich muss ihn in einen Arbeiter verwandeln. Stimmt. Wie machen wir das? Gefährte. Nee. Wechseln. Nee. Da ist es Arbeiter. Oh ja. Lebt hier in Wohnzelt Number One. Ist das hier? Warte, Wohnzelt. Oh, ich hoffe, das ist jetzt hier, wo er wohnt. Warten auf Beschäftigung, Arbeitsprioritäten. Das ist ja geil. Herstellen 1. Lieferung 2. Bau 2. Nee, warte. So. Okay. Haben wir gemacht. Nee, den noch nicht. Ah, hier. Ist das jetzt hier fertig? Ich hoffe mal, das klappt. Ja, super. Super duper. Ach, Inventar ist voll. So, lauf. Ey, es regnet schon wieder. Ich glaube, ich muss die anderen Hütten nochmal abbauen. Ich bin mir nicht sicher, dass er hier auch lebt. Ist das hier, soll seine Hütte sein? Wohnzelt, doch, das ist Wohnzelt Number One. Okay, Siedler verwalten. Ja, perfekt, das funktioniert. Fantastisch. Okay, jetzt wollen wir noch Flachs. Habe ich, glaube ich, hier drin, oder? Oh, nur zwei. Nur noch zwei Flachs. Was? Aber das reicht. Yay! Au, oh, kaputt gehauen. Sehr gut, wir haben das gemacht. Ein Arbeiter kann jetzt was herstellen. Dann lass uns doch mal sagen, die Falle wollten wir haben. Eine Falle. Und wird das jetzt gemacht? Falle. Siedlung. Das ist, er hat ein bisschen was von Stranded Alien Dawn, ne? Oder ihr kennt vielleicht RimWorld besser. So, wo ist Forschung? Ist das Forschung? Forschung auf die 1. Forschung auf die 1. So, was ist jetzt? Schläfst du oder was? Je mächtiger deine Siedlung wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Überfalltrupps anzieht. Investiere in Wachen und bessere Ausrüstung, um sie abzuwehren. Baue Außenposten, beschränke dich nicht nur auf eine Siedlung. Möglicherweise benötigst du Ressourcen, die sich in anderen Ecken der Region befinden. Exakt das haben wir ja schon gemacht. Sehr schön. Das haben wir schon gemacht. Wo ist er denn jetzt? Wieso will er denn hier nicht arbeiten? Er soll da sofort anfangen. 0%. Ah ja. Automatisch. Priorität 1.
Okay, jetzt. Erforsche die kleine Falle mit Hilfe deines neuen Siedlers. Lass ihn das Falle an der einfachen Werkbank herstellen und dichten Ball zusammen mit dem Köder aufstellen. Ja, kann ich natürlich noch nicht machen. Das ist schon kaputt hier. Unsere Klamotte ist kaputt. Ey, wo ist denn jetzt mein Freund? Wo ist er denn jetzt? Schläft der oder was? Ist er da drin? Wo hat er sich denn hinbewegt? Er soll jetzt hier gefälligst... Ich weiß nicht, brauchen wir Material zum Forschen? Das ist eine gute Frage. Ja. Ah. Okay, das muss ich dann wohl besorgen. Dann mache ich das. So. Das ist gut, frischer Stock. Nehmen wir alles mit. Ey, Stock. 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 Okay. Und brauchen wir ein bisschen was von dem Flachs noch, aber Stock ist ja schon hier schon mal reichlich vorhanden. So. Vier Stock, 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 Stock. Und zwei. Hatte ich noch was in der Box? Ein. Und die ist leer, ne? Ja. Obwohl, ich kann das Holz dann nochmal wieder mit reinnehmen. Dann suchen wir uns so ein bisschen Flachs. Das sollte doch ein Klacks sein. Oh, die Karnickel werde ich sowas von fangen. Da muss ich gar nicht in den Wald gehen. Die sind ja hier überall. Flachs. Flachs. Oh, ist das fantastisch. Aber wisst ihr noch am Anfang, als ich durch die Nacht gelaufen bin, orientierungslos, fackellos. Und jetzt haben wir alles, was wir brauchen, hier direkt vor Ort. Okay, jetzt haben wir alles da drinne. Bitte sofort forschen. Leider darf ich das nicht machen, aber genau, der soll das ja machen. Bitte forschen Sie. Ja, wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Aber ich hatte ihm gesagt, er soll forschen, bitte. Macht er einfach nicht. Ah, die Samen packen wir hier mit rein. Die Samentruhe. Kann ich die jetzt reparieren oder ist die irreparabel? Oder was? Reparieren? Fackel? Ja. Kostet mich ein Holz. Ah, habe ich gerade weggebracht, das Holz. Ah ja, macht er. Geil. Sehr gut. Fackel repariert. Oh, die würde ich auch gerne reparieren, die Axt. Was kostet das? Was? Zwei Steine und sechs Holz? Ich will es doch nur reparieren. Nicht neu bauen. Nee, okay, die Hälfte. Drei, ein Stein, okay. Die machen wir später. Wenn sie noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich weiß nicht, wo mein Freund ist. Ist der, der ist doch hoffentlich nicht in die andere Siedlung gelaufen, oder? Da. Liefert Flachs an Wohnzelt 1. Okay, da kommt er angelaufen. Wo, warum bist du denn weggelaufen? Vielleicht, ach so, der, wegen der Forschung. Der hat Flachs besorgt und ist einfach zu weit weggelaufen. Völlig unnötig. Kommst du denn jetzt? Wo läufst du hin? Ich hoffe, der ist nicht da oben. Wohnzelt 1.
Ja, aber der wohnt ja hier. Ich hab's ja überprüft. Wo kommt er denn jetzt? Der hat einfach sich selbstständig gemacht. Das war nicht der Befehl. Weiß er denn nicht, dass ich sein Chef bin? Das muss er doch wissen. Da kommt er. Guck mal, wie langsam der auch ist. Dude, du sollst bitte mal ein bisschen forschen. Und warum läufst du so weit weg? Hier gibt's überall Flachs. Was ist los mit dir? Hältst du mich für blöd? Du warst doch irgendwo anders. Läuft da was mit einem anderen Herrscher noch? Hast du einen anderen Chef noch? Ha? Sprich. Wortkarg. Mach ich lieber das, was ich am besten kann. Flachs suchen. So. Du brauchst kein Flachs mehr suchen. Du gehst einfach nach Hause. Und bitte an den Forschungstisch ran jetzt. Das ist alles, was du brauchst. Jawohl. Nice. Oh, bester Mann. Guck. Selbstverständlich habe ich den Tisch falsch rumgebaut. Woher sollte ich das auch ahnen? Yay. Da ist die Falle. Kleine Falle ist neu. Yeah. Ohne stehende Fackel können wir auch bauen. Kostet lediglich 5 Flachs. Verstärkte Keule. Reiseschild. Trapperlager. Sammellager. Achso. Boah, gibt's hier viele Sachen. Schaufel. Webstuhl. Räuchergestell. Bergbaulager. Was machen wir als nächstes? Dorf? Oh, eine Dorfhalle. Die kosten, ja, die ist sehr teuer. Die können wir uns erstmal nicht leisten. Holzfällerlager. Aber ich bin ja interessiert an einen Bogen. Warum darf ich das nicht? Benötigt Gewandtheit. Okay, habe ich aber offensichtlich nicht. Ich darf nur alles erforschen, was türkis ist. Oder was? Hartholzbrett, Holzplanke, Nägel, Brennofen. Zinnbarren. Oh, das könnten wir uns sogar leisten. Zinnerz habe ich schon mehrfach rumliegen sehen. Natürlich nicht eingesammelt, logischerweise. Hat auch einen Koop, das Spiel. Gabster fragt, es hat auch einen Koop, ja. Es ist ein... Oh, da, guck mal, da sind doch überall diese... Was, ist das ein Fuchs? Oh Gott. Oder eine Katze. Das ist eine Katze. Das ist eine Hauskatze. Miau. 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 Das ist auch so ein Ding mittlerweile. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Vielleicht Fable oder so. Dass man Tiere streicheln kann. Wir schlafen. Tag 5. Oh, 2 Tage bis zum Winter. Irgel. Was bedeutet das? Okay, du sollst eine kleine Falle herstellen. Und zwar mehrfach. So. What? Ey, wo läuft denn jetzt hin? Ich kann helfen. Was brauchen wir denn für eine Falle? 5 von diesen habe ich doch. Da ist doch alles drin. Warum läuft der denn schon wieder weg? Sei doch nicht so. Das
doch fast alles da. Jetzt habe ich... komm, wir sagen eine Falle. Aber die kann ich auch selber bauen. Warum darf ich denn nicht bauen? Ah. So, Falle. Ja, komm. Ah, okay, da, pass auf. Jetzt ist das hier drinne. Einmalig. Auffüllen. Kann ich das hier nur ändern? Naja. Jo, wird erhöht. Kommt der jetzt nochmal zurück oder was macht der jetzt? Warum kommt er denn nicht? Er soll kommen. Ey! Was fehlt? Fünf. Ich hab die doch dabei. Ich hab die doch da reingeworfen. Verstehe ich nicht. Das oben sind, glaube ich, klein. Oh, guck mal, der Hase. Ja, hau mal besser ab. Das rate ich dir auch. Okay, nehmen wir. Hm. Ah, das darf ich nicht. Da ist das Dorf zu nah dran. Das verbieten die mir einfach. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte den Baum schlagen. Okay. Und den hier auch. Okay. Jetzt probiere ich selber mal eine Falle zu erstellen. Ich weiß, wo ist der überhaupt? Was machst du? Ich glaube, der läuft wirklich immer zu unserem alten Lager. Vielleicht um da auf Klo zu gehen oder was? Ich weiß es nicht. Vielleicht plündert er da die Kisten noch oder so. Ja, ach was, guck mal, kann ich mich selber machen. Warum soll ich andere Leute dafür beauftragen, wenn ich das selber viel besser kann? Kannst du dir erklären, wo die lediglich 54% positive Bewertung auf Steam herkommen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, weiß ich nicht, Enttäuschung, weil irgendwas nicht der Erwartungshaltung entspricht oder so. Ich finde das bisher spaßig. Ich finde es deutlich besser als 54%. Aber es ist halt auch noch Early Access, ne? So, ich habe das jetzt gemacht. Und ich stelle die jetzt... Wie mache ich das denn? Wie kann ich den jetzt aufstellen? Benutzen. Ah, okay. Ja, hier sind überall Tiere, das weiß ich. Ach, hier darf ich nicht, weil es zu dicht am Dorf, aber hier oben geht. Hier. Bringe drei kleine Fallen zu Dobranjoklin. Ich muss sie noch bauen. Bringe ein Fell. Eins im Inventar. Jo, machen wir. Dann müsste ich noch ein bisschen hier junge Bäume hacken. Aber nicht zu viele, sonst ist ja kein Wald mehr um mich rum. Ein paar ausgewählte Bäume. So. Ich muss da eine Beere reinlegen. Ah. Habt ihr gut aufgepasst. Ja, warte denn. Hier sind doch auch Beeren da, so ein Bärenbusch. Da gehen wir gleich vorbei, aber es... Ah, da kommt der. Viel zu spät. Ich habe wieder alles alleine gemacht. Ich habe wieder alles alleine gemacht. Ah, ich habe noch eine Beere im Inventory. Ich dachte, ich habe keine Beere mehr. Hm. Ich habe eben aus Versehen eine mitgenommen. Wo hatte ich die Falle aufgestellt? Da oben am Hügelkamm. Da. Und, sehr gut. Ein Köder ist drin. So, jetzt müssen wir noch drei Fallen bauen. Ein Fell habe ich schon vom Wolf.
Da wird er sich vielleicht wundern, hä, warum ist denn da ein Wolf in die Falle getappt? Ist die denn so kompetent, diese Falle? Dann sage ich natürlich ja. In der Hoffnung, dass er mich reichhaltig belohnt. Oh, da ist eine Falle drin. Ja, mach mal weiter. Machst du noch eine? Nee, ne? Ich habe, glaube ich, nur zwei angegeben. Machst du noch eine? Ich glaube, der baut noch eine. Was habe ich noch im Inventory? Die bringe ich hier wieder in die Gemeinschaftskiste. Das Fell nehme ich mit. Das muss ich gleich mal wegschmeißen. Am besten ins Klo. Vielleicht sollte ich noch ein Klo bauen. Neben dem Forschungstisch. Wie sieht's aus? Zwei Stück. Nehme ich. Und eine noch, bitte. Ey, du sollst, bist noch nicht fertig. Machen wir die dritte auch noch. Was machst du da jetzt? Hä? Eine Falle bitte noch. Was macht er jetzt? Wo bringt er das hin? Warte mal, du gehst jetzt nicht... Mein Freund, du gehst jetzt nicht woanders hin. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ich habe das Gefühl, der geht ständig ins alte Dorf zurück. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist nicht gut. Ich muss das alte Lager abreißen. Das Spiel meinte zwar, es ist besser, mehr als ein Lager zu haben. Wir haben schon zwei, das ist eigentlich was Gutes. Aber der Typ, der haut ständig ab, läuft zwischen den Lagern hin und her. Das gefällt mir nicht. Was sagt Pennywise? Lagerfeuer zum Kochen wäre toll, sonst geht... Ach so, okay, ja, das ist eine gute Idee. Ja, das machen wir jetzt mal. Erstmal bauen wir die dritte Werkbank. Falle und dann können wir die Quest weiterverfolgen. Und natürlich baue ich dann auch noch einen leckeren Grillplatz. Ich habe auch mal wieder Bock auf Grillen. Ich habe lange nicht mehr gegrillt. Oh, das mache ich demnächst mal. Wenn gutes Wetter ist, werde ich mal wieder grillen. Das Nervige am Grillen ist, das lohnt sich nicht. Für eine Person. Bob. Lagerfeuer. Bauen. Wollen wir das hier so ein bisschen in die Mitte machen? Ja, oder? Da kommen dann die anderen Häuser drumherum. So. Steine hatte ich doch, glaube ich, sogar gesammelt. Hab Anfang des Monats ein Raclette geschenkt bekommen für zwei Personen. War auch noch was. Ey, das habe ich auch zum Geburtstag bekommen. Ansiedel und ich haben am gleichen Tag Geburtstag. Oder hast du einen Tag später Geburtstag? Hast du einen Tag nach mir Geburtstag, ne? Irgendwie so. Jedenfalls habe ich auch einen Grill und ein Raclette, was ich auch alleine benutzen kann. Und das fand ich mega nice. Ich habe am 30. Ja, genau, einen Tag nach mir, sag ich doch. Genau, und das ist geil. Vielleicht mache ich auch das. Raclette ist super. Ey, jetzt hör mal auf zu hauen. Was fehlt jetzt noch? So. Fertig. Hammer. Ich weiß nicht, was er machen will, aber das gefällt mir nicht. Ich muss jetzt hier alles aufbauen. Ich baue jetzt noch ein Plumpsklo. Ich baue das. Also der Stock zeigt tatsächlich immer vorne an. Das merke ich mir. Das hatte ich vorhin schon gedacht, dass es so ist. Und dann bei der Werkbank sah es wieder andersrum aus, weil die Werkzeuge so positioniert sind, dass der Stab quasi jetzt zu mir zeigt. Und bei dieser Forschungshütte ist es dann wieder anders.
Ich baue das jetzt neben meine Hütte. Finde ich jetzt gerade nicht so schlimm. Dann stinkt das nach Kacke, aber ich muss, wenn ich nachts mal muss, habe ich keine weiten Wege. So. Was fehlt? Ein ganzer Stamm. Holen wir uns. Oh, das ist wieder ein Hase, wie der mich auslacht. Hier muss noch ein Baum sein. Ich hatte hier was gefällt. Und nur einen mitgenommen. Ziemlich sicher. Da. Mist. Darf keinen zweiten mitnehmen. Sind hier Steine? Und zurück. Ah, wer putzt das Klo? Ja. Schauen wir mal. Da gibt es einen Klodienst. Was fehlt? Oh. Ein zweiter Stamm. Ah, die kann ich da auch reinlegen. Sehr gut. Er ist ständig erschöpft. Aber das kann man ja, glaube ich, leveln. Das ist halt einfach Ausdauer. Das ist ja auch ein Stück weit normal, dass man nicht von Anfang an super viel Ausdauer hat. Was ist denn jetzt mit diesem Baum? Können wir den jetzt mal... Ah, jetzt geht's. Irgendwer hat das eingesprochen, ne? Also irgendjemand, der diese Geräusche einspricht, der ist ins Tonstudio gekommen, hat sein Leben lang dafür gearbeitet, in die Branche zu gelangen, hat eine Webseite mit Sprechproben, hat ein Management, eine Agentur und der wird dann gebucht und dann stellt er sich in die Tonkabine, steht hinter so einer dicken Glasscheibe mit Headset verbunden mit dem Regisseur, kann losgehen und dann sagt er: Und dann fährt er wieder nach Hause. Yay, Plumpsklo ist fertig. So, jetzt bringe ich die Quest nach Hause. Und schmeiß aber vorab das hier. Lol. Und tschüss. Und was jetzt? Die werden zerstört. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es AI ist. Aber ich kann es nicht beschwören. Wo ist denn jetzt mein Freund? Das ist blöd, dass der immer hin und her läuft. Ich muss das unterbinden. Ich hoffe mal, vielleicht das Lagerfeuer und das Klo haben ihm jetzt die Notwendigkeit genommen. Vielleicht geht er einfach zum Kacken in die andere Siedlung. Das würde ich nicht ausschließen. Ich gehe jetzt die Quest abgeben. Ich hoffe, der freut sich. Der kommt nach Hause und hier ist so viel Schönes passiert. Wehe, da werde ich jetzt nicht mit offenen Armen empfangen und bekomme Privilegien. Ich habe das Gefühl, das ist eine Questreihe, wo ich mir die Gunst noch weiter erarbeiten muss. Und ich fühle mich jetzt schon ausgenutzt, tatsächlich. Aber ich muss ja mich hier wieder frei bewegen können. Der nutzt mich komplett aus. Ich finde es nicht in Ordnung. Aber wir machen es einfach. Aber der muss sich keine Illusion machen, ne? Sobald ich hier Fuß gefasst habe, etabliert bin, als vollwertiges Mitglied der Dorfgemeinschaft, werde ich zum Bürgermeisteramt greifen. Und sobald ich die Macht innehabe, wird er das büßen. Was? Wer? Das ist immer eine dumme Idee, jemanden mit Ambitionen zu demütigen. Those peasants should be more grateful. Looking for trouble? Nee. Trade your coins for something truly special. Der ist er.
Those peasants should be more. Stop wandering around. Lass mich in Ruhe. You're back. Did you manage to convince him? That's good, really impressive. Unfortunately, that's not the end. I need something more from you. Ach, warte mal. You see, we have a problem with wolves, and someone has to take care of them. Mhm. You showed me you're true to your word, but I need more to trust you. Will you do it for me or not? Das ist ja so gemein. Wisst ihr, was mich am meisten ärgert? Was mich wirklich am meisten ärgert? Ich habe ihm jetzt ein Wolfsfell gegeben, weil ich dachte, es macht keinen Unterschied. Aber als nächste Quest will er von mir ein Wolfsfell haben. Ich hätte ihm auch ein Fell eines anderen Tieres geben können. Habe ich nicht, weil ich nicht wusste, dass diese Quest als nächstes kommt. Das ist einfach gemein. Da sind die Wölfe, okay. Ja. Ich muss den anderen Typen wieder mitnehmen. Der soll mir hinterherlaufen. Kann ich ihn... Keep going. Mist. Ich kann ihm keine Befehle geben hier. Ah, ist ärgerlich. Liefert 3 Holz von Lagertruhe 1 nach Wohnzelt. Ich glaube, dass der vielleicht wirklich das Lager leergeräumt hat. Ich weiß es nicht. Du willst Kalif werden anstelle des Kalifen. Oh, da hat jemand die Isnogut-Comics gelesen. Sehr gut. Wer kennt die noch, die Isnogut-Comics? Ah, hier, da ist er. Ich brauche dich an meiner Seite. Warte. Befehle, wo kann ich jetzt? Warte. Gefährte. Und der. Also eine Keule. Ja. Du folgst mir jetzt und wir gehen jetzt in den Wald und kloppen die Wölfe um. Das wird von uns erwartet. Ich sollte vielleicht mal... Ah, nee, darf ich nicht ein. So, hier ist gleich Wolfsgebiet. Ist er noch bei mir? Ja, sehr gut. So, mach dich auf was gefasst. Wir werden uns gleich mit Wölfen anlegen. Ich habe natürlich schon mal Wölfe besiegt, du aber nicht. Deswegen weißt du vielleicht gar nicht, was dich erwartet. Halte dich einfach an mich und dir wird nichts passieren. Wir gehen jetzt in den dunklen Wald. Zücke schon mal deine Axt, mach dich bereit für den wilden Kampf. Nimm dir vielleicht auch ein bisschen Beeren. Au, Entschuldigung. Verzeihung, nimm dir mal Beeren mit, damit wenn wir gleich verletzt werden oder ein Pilz, dass du gleich dich aufpäppeln kannst. Pilz und Beeren. Beerenpilz. So, wo sind die Wölfe? Sind die auch tagsüber da oder liegen die in ihrer Höhle? Schnarchen. Clever und smart habe ich natürlich auch gelesen. Fantastisch war das. Clever und smart war auch gut. Oh, was ist das denn? Sind hier die. Sind hoffentlich Wölfe und nicht Banditen. Was ist das für ein Stein? Oh, ich sehe schon einen Wolf. Ich möchte möglichst nur gegen einen kämpfen und nicht. Da sind 2 Wölfe. Das könnte ein Problem. Kann ich speichern? Oh ja. Oh, geil. Okay.
Oh, zum Glück habe ich das noch getestet mit den Speichern. Aber jetzt wird es hier wölfisch werden. Na gut. Ich habe keine Bandage. Mist. Okay, nächster Wolf. Da ist er. Au. Au. Okay, sehr gut. Oh, ich habe sogar zwei Fälle. Ah, das ist ärgerlich. Hier ist Kupfer Oh, Kupfererz. Ah, das ist gut. Ich glaube, da kann ich irgendwas von bauen. Kupfer und, dann gab es ja noch dieses andere Erz, was ich habe liegen lassen. Das nehme ich jetzt hier mal mit. Kann man das hier markieren? Auf der Karte? Das ist hier eine Markierung. Move, move! Was? Was? Wie move, move? Fuck. Shit. Verzeihung, okay. Ich habe ihn gerettet. Ich glaube, der hätte es nicht überstanden. Alleine. So, komm mit. Komm. Ey, ey, ey. Ey. Hallo. Was ist denn mit dir los? Kommst du mal mit, bitte? Okay, geht nicht. Warum? Weil er verletzt ist oder was? Ja, dann geh doch nach Hause. Dann geh doch nach Hause. Dann mach doch dein eigenes Ding. Ich gehe jetzt zur Quest. Wehe, dir passiert irgendwas. Dann bist du dafür verantwortlich. Das wusste er doch, dass das gefährlich ist, mich zu begleiten. Klar, er kann auch zu Hause am Herd bleiben. Beeren pflücken. Und ein bisschen Holz schleppen und Sträucher und so. Oder er ist halt ein echter Abenteurer. Und trotz der Gefahr stellt sich ihr entgegen. Wird größer als die Gefahr, wird selbst zur Gefahr. Wächst daran. Aber nein, er hat offensichtlich kein Interesse. Sobald es einmal schwierig wird, ist er raus. Da will er nicht mehr mitmachen dann. Ist das Kästchen aufgefüllt? Nö, leider nicht. Schade. Der hatte Hunger. Ja, ich wollte ihm ja die Beeren und die Pilze geben. Aber er hatte nicht so ein Interesse. Ja, er wird hoffentlich zurückkehren. Das ist mir mein größter Wunsch. Ich lauf querfeld ein. Zertrampelt das Blumenbeet. Guten Tag. Listen, I don't have much time for pointless chatting. I have too many things on my plate right now. Leb wohl. Leb wohl. Nach so einer harschen Abfuhr werden wir uns nie wiedersehen. Aber eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät. Dann kenne ich dich nicht mehr. Eine Ziege. Nee. So, mal schauen, wie er jetzt reagiert. Ich hoffe doch. Er lädt uns jetzt ein, dauerhaft in dieses Dorf zu kommen. Stop wandering around. Greetings. Wait, you're back again. Surely you didn't. Ihr habt nicht erwartet, dass ich zurückkehre? No, no, of course not. I appreciate your work. Yes, I suppose you can. Ah.
Even though I might question your mental state for taking on those wolves, you've shown you're not a danger to us. Indeed, you seem to be more of a danger to yourself. Ah, okay. He's the Lord of the Lowlands. He was given his role by the Queen herself, and... It doesn't matter. Go now, young one. I believe you have a matter to investigate. Okay, wisst ihr, was ich gerade gecheckt habe? Das Spiel ist ja auf Englisch ursprünglich. Und da haben sie es Lowlands genannt. Und das kann ja vieles sein. Und das haben die mit Niederlande übersetzt. Und ich habe zu Beginn gedacht, okay, vielleicht sind das niederländische Entwickler. Vielleicht sind es das auch. Vielleicht ist das auch wirklich dann die Lösung. Aber vielleicht haben sie einfach Lowlands mit Niederlande übersetzt. Und das ist überhaupt nicht so gemeint. Ja, endlich hat das mal gecheckt. Ja, Ansel. Es dauert manchmal ein bisschen länger. Ich habe das nämlich nicht gelesen. Ich habe nur Niederlande und habe gar nicht gehört, was er gesagt hat. Aber Lowlands, der hat es einfach... Ah, okay. Jetzt bin ich ein Mitarbeiter von Herndon. Herndon. Ich habe etwas Besonderes für dich. Was denn? You do? What is it? Oh, I see. Those coins are from the times before the last rebellion. No one uses them anymore, but they're a precious and nostalgic symbol for people throughout Carvenia. If you bring them to the elders from the lowlands and highlands, they will surely regard you more kindly. Mhm. Oh, jetzt kann ich hier was kaufen. Was hat er denn Feines im Angebot? Wolfzahn. Nee. Also wie ist er eigentlich der Dorfälteste? Guck mal, der Typ ist doch 28. Klar, der hat jetzt einen Bart. Der macht ihn ein bisschen älter und er trägt auch so eine Hutkrempe, damit man das nicht sieht. Aber schaut ihn euch doch mal an. Der hat ein super glattes Gesicht. Der wäre in der heutigen Zeit Instagram-Model. Guckt euch den doch mal an. Das soll der Dorfälteste sein. Der hat nicht ein graues Haar. Wohingegen, ich wette, dass der hier zum Beispiel... Der ist doch älter. Naja, nicht viel, aber... Das kann doch nicht sein. Was ist das hier? Little Lamplight oder so. Ey, Petra. I heard the elder has been asking if there is anyone who could help him out with some things. You look like you could use some help yourself. Was? Oh! These lands are my home. How do I know you won't bring trouble to them? Mist, schade. Petra Livingston. Nicht genug. Oh, mir fehlt ein bisschen Ansehen. Da kann ich sie rekrutieren. Have you seen the elder yet? Ja. Auf Wiedersehen. Habt ihr gerade diesen einen Typen gesehen? Der hier langgelaufen ist. Was der für eine geile Klamotte anhatte. Da kannst du heute auch mit rumlaufen. Und dann wirst du auf der Straße von so Street-Style-Fotografen. Gibt's das eigentlich noch? Es gab mal eine Zeit vor 10 Jahren. Da gab es überall so Street-Style-Fotografen. Das waren so Leute, die haben sich eine Spiegelreflexkamera gekauft. Und hat manchmal auch einen Modeblock. Und die haben dann auf der Straße so angefangen, Leute anzusprechen. Hey, du gefällst mir, du hast einen sehr uniken Style. Darf ich dich fotografieren? Ja, danke schön. Gibt's die noch oder sind die ausgestorben? Oder sind die alle in dieselbe Stadt gezogen und fotografieren sich nur noch gegenseitig? Wo ist mein Freund? Oh, er ist... zumindest da. Was macht er? Liefert einen Baumstamm von Legatruhe 1 nach Wohnzelt. Ich muss dieses zweite Lager, das geht mir, das macht mir mehr Scherereien. Da ist noch eine verfügbare Quest. Die holen wir uns. Wir müssen unser Ruf verbessern, damit wir mehr Leute rekrutieren können. Was hat er an? Darf ich dich fotografieren? Night's coming quick. Best. I heard the elder has been asking if there is anyone who could help him out with some things. You look like you could use some help yourself. Ach, hör doch auf. Ah!
Lol, guck mal, das ist ja so lustig. Er hat nur noch ein Auge und sagt, ich werde dich trotzdem im Auge behalten. Das ist ja so gemein. Okay, den kann ich haben. Guck. Wollen wir den denn haben? Der kann ja gar nichts. Trottel und Faulpelz. Faulpelz. Und ein Trottel ist er auch noch. Aber er... Ich muss was anderes machen erst. Tschüss. Nee, dann nehme ich so dich zum Beispiel. Entschuldigung. Ja, der, okay, der ist noch nicht so weit. Wenn ich jetzt meinen Gefährten umbenennen würde in Trouble, dann könnte ich immer, wenn die mich fragen, are you looking for trouble? Dann würde ich sagen, oh ja, woher wissen Sie das? Haben Sie ihn gesehen? Ich gehe nach Hause. Schlaf mich aus. Ah, ne. Gar nicht wahr. Die Quest wollte ich noch annehmen vorher. Oder ist das überhaupt eine... Ja, das müsste eine Quest sein. Don't try anything stupid. Ja, ist ja gut, meine. Hä? Die schläft schon, die Person. Die schnarcht auch. Hallo? Einmal aufmachen, bitte. Hallo? Jetzt schläft tief und fest. Mist. Okay, muss ich morgen wiederkommen. Da ist noch eine weitere Quest. Aber die ist jetzt ja ganz woanders. Ich gehe nach Hause. Schlaf mich einmal aus und dann komme ich im Morgengrauen zurück. Außerdem habe ich Hunger. Nee, das ist meine Lebenspunkte. Mit den Wölfen sind die dann doch etwas zurückgegangen, die Lebenspunkte. Sollten wir uns einmal ausruhen. Sieht irgendwie wie eine starke Kopie von Medieval Dynasty aus. Gibt es da etwas, was es hier besser macht? Ja, ich glaube, es. Also klar, Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen. Aber es ist hier nicht so, dass man ein Dorf baut und die Leute da alle arbeiten. Klar, das ist hier auch so. Aber du kannst halt auch einen Trupp zusammenstellen. Ich weiß gar nicht, ob das bei Medieval Dynasty auch so ist. Ich habe das nur bis zu einem Punkt gespielt, dass quasi die ganzen Leute in meinem Dorf dann Aufgaben übernommen haben. Aber hier kann ich Soldaten mit mir rumschleppen und als Kampfeinheit durch die Gegend ziehen und dann auch ja, Kämpfe bestreiten. Ich glaube, das war da nicht so, oder? Bei Medieval Dynasty? Ein Tag bis zum Winter. So, wo ist mein Freund? Oh, wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir machen... Braten jetzt das Fleisch. Also jetzt brauchen wir noch Holz. Wo ist mein Freund? Wo ist der hin? Holz ist auch weg. Aber das können wir mal hier reinstecken. Und Fell auch. Jetzt brauchen wir Holz. Holz, 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 Holz. Und zwar junges Holz von jungen Bäumen. Oder totes Holz von toten Bäumen. Geht beides. Hier, Stock. Nehmen wir Stock. 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 Da war doch noch Stockwerk. Stock. Stock. Das wäre eigentlich ein guter Name, oder? Wenn du, ich meine, Stöcker sind hier eine Währung. Die braucht man. Das heißt, es gibt einen Markt für Stöcke. Und wenn es einen Markt für etwas gibt, dann gibt es auch Manufakturen, Fabriken, die das herstellen und anbieten. Und jemand, der Stöcke anbietet, würde doch ein Stockwerk, würde doch Stockwerk heißen. Oder? Ja, das ist schon ganz lustig. Jetzt wollte ich hier das Feuer anmachen. Jetzt brutzeln wir uns hier mal ein leckeres Frühstück. Wobei das Essen hier noch zu vernachlässigen scheint tatsächlich. Kann ich noch irgendwas Neues bauen? Ich habe auch noch nichts erforscht.
Wo ist mein Freund? Sprich, Freund. Und komm näher. Liefert 3 Holz an Wohnzelt. Ich würde es... Wisst ihr, was ich befürchte? Ich glaube, der schleppt die Sachen, die ich hier ins Lager packe, schleppt der darüber. Warum schleppt der 3 Holz an Wohnzelt? Ach so, warte mal, weil das noch gar nicht gebaut war. Der baut das da drüben. Ich hatte das nicht abgebrochen, glaube ich. Ich hatte nur die... das Forschungsding abgebrochen. Ach du Schweine, Mann. Ja, das ist natürlich jetzt Quatsch, dass er das macht. Aber ich kann es ihm nicht übel nehmen. Wie findest du es? Ja, mir gefällt es echt gut. Ich habe auch die Steam-Reviews gesehen und die waren alle so durchschnittlich. Und da habe ich schon gedacht, ob ich das überhaupt jetzt zocken soll. Oh, der Pilz ist fertig, das ist gut. Was haben wir noch? Großes Fleisch. Aber ich bin dann doch positiv angetan. Ich mag so das Dorf, ich mag, wie es aussieht, hier die Wälder, die Bäume, das ist schon ganz nice. Ich finde es nicht so schlimm, wie ich in einigen Reviews gelesen habe, was so den Ausdauerbalken angeht. Ich finde die Optik, wie gesagt, auch nicht so schlimm. Ich glaube, das kann lustig werden, sich hier so ein riesiges Gefolge aufzubauen. Da muss man natürlich gucken, wie man das dann auch einsetzt, ne? Wie die Kämpfe ablaufen. Ob man die dann mit Waffen ausstatten kann, dass sie dann auch mit Schwert und Schild durch die Gegend laufen. Man kann leveln, das finde ich auch ganz nice. Dass man... nee, das ist falsch. Aber lass mal hier gucken. Armee, ne? Klar, das kann man machen. Wo sehe ich denn jetzt nochmal genau, wie ich gelevelt bin? Attribute hier, genau, da sieht man es. Man kann halt leveln, das finde ich ganz, ganz cool, dass man besser wird in den Sachen. Bogenschießen, das kommt alles noch. Und dann kann man halt auch, ich nehme mal an, Gewandtheit ist vielleicht auch Sprinten oder so, dass man da dann auch länger sprinten kann. Genau, oh, warte mal, plus 10 Max Ausdauer. Wo haben wir das jetzt her? Irgendwas. Naja, also da sind schon einige ganz gute Aspekte bei und es ist halt Early Access und das ist heutzutage halt gang und gäbe, dass Spiele veröffentlicht werden, bevor sie ganz fertig sind. Ist das jetzt fertig? Ich glaube ja. Ja, ich finde, das hat schon Potenzial. Ich glaube, dass es im Koop auch ganz lustig sein kann. So, jetzt habe ich das Fleisch. Das Problem, was ich habe, ist, das geht sehr schnell, wird das schlecht. Obwohl das jetzt gebraten ist. Im Dorf kann man Bücher kaufen, das ist gut. Ja, wir müssen eigentlich jetzt erstmal Quests machen. Lagertruhe. Die sind doch für alle hier, oder nicht? Das heißt, ich kann doch jetzt... So, guck mal. Ich hoffe mal, die werden schlecht werden, vermutlich. Oh, das rohe Fleisch muss ich nochmal reinsetzen. Rohes Fleisch. Gut, Fisch habe ich doch nicht. Nee. Okay, brat mal weg. So, eigentlich muss ich jetzt ins Dorf und dann direkt die Quest annehmen. Hatte der Adel Early Access früher? Du meinst vermutlich mich mit Adel. Fühle ich mich direkt angesprochen. Aber nein, das ist... Also ich habe es nicht früher gehabt. Das ist ja heute offiziell rausgekommen. Kann sich jeder kaufen. Und bei Manorlords hatte ich früher Zugang. Aber hier in dem Fall nicht. Ich stopfe mal hier über die Mauer rüber. Ja, solide Mauer, gut gebaut, alles klar. Lass uns mal schauen. Da sind 2 Quests, die brauchen wir. So, er ist Quest Number One. Quest Boy. Yes. Is there something you need? Ey, der sieht ein bisschen aus wie Post Malone. Halt, ohne die Tattoos. Wenn Post Malone im Mittelalter gelebt hätte, wäre das Post Malone. Was kannst du mir über Amelie erzählen? She's something of a nuisance, that girl. Her heart is in the right place. But being outspoken around here can lead to trouble.
Be careful around her. Anything else? You're just the person I was hoping to run into today. My wife, bless her heart, has been poring over one of the new books Oscar brought in. She believes she's found a cure for my, well, my memory has been dodgy as of late. So I could really use your help gathering some herbs. Herbs. Klar, ich helfe gerne. You're a good egg. Here's the list. Oh, das Mist. They grew near the old well outside the village. It's a bit of a trek and well, I don't have the stamina I used to. Du bist voll jung. Ich hatte alles schon dabei. Also Salbei, Flachs und auch Hanf. Hanf habe ich wieder weggeschmissen. Weil ich nichts mehr frei hatte. Leider. So, warte. Wo ist denn jetzt? Looking for trouble? Ach, hör doch mal auf. Hier, warte. Achso, mit dem kann ich nur schnacken. Das ist ja der... Nee. Ist er da oben das? Warum läuft er denn vor mir weg? Seine Frau? Elaine! Gutier. Ja. Oh. Not yet, traveler. But if you continue to help those of us in need, we will respond in kind. Okay. Oh ja, guck mal, die hat Fähigkeiten. Was brauche ich denn? Die mag ich. 278, okay, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Elder has been asking if there is anyone who could help him out with some things. You look like you could use some help yourself. Tschüss. Ja, der ist doch ein Hipster, oder? Guck dir mal, was der anhat. Guck dir das mal an. Apprentice Weber. Ach, ich wusste gar nicht, dass Maurice schon ausbildet. Da. Du bist es, Holdemite. Schon wieder. Amelie. How's our new Handinian doing? Any progress in your search? Ja. I presume you're going to stay in the Lowlands for a while, so ja. I think you should work on your camp. It's your home sweet home after all. Your home sweet home after all. And your place to protect yourself and plan your next moves, if that kind of thing matters to you. Hire some people and build more useful structures. You don't want to keep living in that uncomfortable shack, do you? Nee, but yeah. Ich habe schon an schlimmeren Orten geschlafen. I heard Elder from Padstow has a problem with bandits. It's an opportunity to meet some of the villagers there and gain their trust. Earn some coin, maybe. Even if you don't find the answers there, you'll at least gain some funds for your search. Mhm. And by the gods, be careful when showing off that sigil. You might run into someone willing to kill to protect its secrets. Okay. Okay, Amelie, danke für den Rat. Ja, wir machen erstmal das andere, die andere Quest. Ja, das ist ja nicht weit weg. Huch, Vertrauen und Ansehen. Hilft den Bürgern, Vertrauen zu erlangen, verdiene Ansehen. Oh, keine Befreiung durchführen. Ah, guck. So sieht das nämlich aus. Da kann man, da kann ich nämlich, ja, da kann ich die ganzen Wachen, die hier in dem Dorf sind, einfach niedermähen. Und dann ist es mein Dorf. Dann ist es mein Dorf und dann bestimme ich, was hier los ist. Kann ich hier wieder ein Buch klauen? Nein. Aber hier darf ich doch, ah ne, das ist der Typ mit der Quest. Aber er sagt mir nicht, wo das ist. Beim Brunnen hat er gesagt. Der läuft immer hin und her, das gefällt mir überhaupt nicht. Was, jetzt bringt er das gekochte Fleisch weg? Hör doch mal auf! Ich muss ein ernstes Wörtchen mit dem Typen reden. Das gefällt mir überhaupt nicht. Der soll das andere Lager einfach in Ruhe lassen. Und sich nach Hause begeben. Und keinen Ärger machen. Unfassbar. Nö. Hier rüber. Ey.
Kletter. Oh ja, und rüber. Ja, gut. Können wir noch abfangen? Da ist er. Ey, Dude, was ist dein Problem? Du bist jetzt ab sofort ein Gefährte. Und ich habe keinen Bock, dass du irgendwas anderes machst, außer mit mir abzuhängen. Komm, ich habe Hanf irgendwo gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, ob das... Aber das war irgendwie in diese Richtung. Das war hier lang. Beim alten Lager. Ey, warte mal. Was war denn das für ein Zeichen gerade? So. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier Hand finden. Das waren Bären, ne? Die sind reichhaltig, ist gut. Bären sind immer, egal in welchem Spiel, ne? Das ist immer das Erste, was einem hilft. Bären. Wenn jetzt der Winter kommt, vielleicht sollte ich einfach ganz viele Bären sammeln. Das Hanf, genau, das hatte ich gesucht. So, da brauchen wir zwei und den Rest finden wir bei uns. Vielleicht ist das eine super gute Idee, die noch einzulagern. Ich meine, man braucht nicht so viel Essen offensichtlich, es sei denn, man wird verletzt im Kampf. Aber... sind da, da sind die Banditen, aber die wollten wir jetzt erstmal nicht haben. Ich kann mal ein paar Steine mitnehmen, die sind nicht so reichhaltig. Wie der Tonga, ja, warte, kann ich dir nicht irgendwas geben? Ja, ist das doch, der hat das doch hier, schau mal. Gebratener Pilz. So, dann ist es doch einfach. So, guten Appetit. Komm mit. Ah, sind das die Banditen? Ah, sind zu viele. Und die kümmern wir uns später. Hier, Bären, da. Hier, nimm dir doch Bären. Nimm doch einfach leckere Bären. Du kannst mir nicht erzählen, dass du Hunger hast. Das glaube ich dir einfach nicht. Hier, an den Baumstumpf. So, wir gehen jetzt nach Hause. Hier, nimm dir Pilze. Ich brate dir die alle weg. Nimm auch Pilze mit. Warte. Da. Nimm die Bären mit. Ja, geil. Pilze geht nicht. Doch, warte, hier Pilze. Jetzt kann ich ihm noch sagen, ein Befehl. Da. Pilze ernten. Ja, genau. Ja, Hammer. Siehst du, jetzt hast du doch super viel Essen. Dann musst du doch jetzt auch nicht mehr... Wo muss ich denn eigentlich hin? Da, aber scharf links jetzt. Oh, da ist Flachs. Das nehmen wir auch nochmal mit. Das müssen wir auch rüberbringen. Da ist wieder so ein kleines... Oh, die Falle haben wir auch noch gar nicht angeguckt. Da ist das zweite Flachsbüschel. Und dann brauchen wir nur noch... Was war das? Rhabarber oder sowas. Wo steht Salbei, genau. Guten Tag, guten Tag. Ist's okay, wenn ich frag, ob der Platz neben dir... Oh, ich musste mich nur bücken, um meine Schuhe zuzumachen. Ich habe keinesfalls dein Salbei geklaut. Nicht, dass wir auf, jetzt glauben, wir haben Probleme miteinander. Ich bin nämlich kein Salbei-Dieb. Okay, alles klar. So, hat keiner gesehen. Jetzt können wir das direkt wieder zurückbringen und laufen da lang. Richtung Dorf. Und dann sind wir noch beliebter wieder. Welche Art Spiel ist das, fragt Kritiske.
ja, ich weiß gar nicht, wie nennt man das Genre? Mittelalter-Rollenspiel oder so. Ist vergleichbar mit Medieval Dynasty, wenn dir das was sagt. Boah, wir müssen voll weit jetzt. Wieso laufe ich so schlecht? Oh. Guck mal, das. Oh, der weiße Hirsch macht sich in meiner Abwesenheit an meinem Lager zu schaffen. Schnüffelt alles an, sammelt Informationen, galoppiert zurück zu seiner Herde und erzählt, was hier los ist. Kann man auch bestrafen. Mach ich aber nicht. Übrigens, habe ich Luke, ich weiß gar nicht mehr, wann ich aufgehört habe, Danke zu sagen. Luke, vielen lieben Dank. War ich bei Rambo John schon? Nee, ne? Vielleicht auch schon. Jedenfalls, vielen Dank. Very much appreciated. Wo ist der Typ jetzt? Oh, bald kommt der Winter. Was passiert denn dann? Those peasants should be more grateful. Ja. So. Wo bist du? Da. Ist er das? Nee, das ist doch wieder der Dorfälteste. Warte mal. Nee, warte, wo bist du denn jetzt? Bist du das gewesen? I heard the elder has been asking if there is anyone who could help him out with some things. Das ist er nicht. You look like you could use some help yourself. These lands are my home. How do I know you won't bring trouble to them? Oh, Alter, 733. I heard the elder has been asking if. Tschüss. Das war der falsche. Ich will den. Da ist er. Post Malone. Hey. Yes. Wegen der Kräuter, die du wolltest. Ja. Brilliant. Best get to work on the treatment right away, so. Here, take this for your troubles. If I get better, I'll build you anything you want, free of charge. Oh. Okay. Das ist ein Blanko-Check. Bist du sicher, dass du mir das. Ich werde mit Schloss in Auftrag geben. Lehrlingsbuch Landwirtschaft oder Lehrlingsbuch Ernten? Oh, ich glaube, Landwirtschaft ist geil. Aber Ernten ist auch geil. Beides geil. Wenn du sie Ältesten schenkst, erhöht es. Oh, okay. Okay, die kann ich den Ältesten schenken. Das, warte mal, das probieren wir mal aus. Spare a coin and I will pray for you. Ja, alles klar, ganz genau. Toss a coin. Let's talk. Du bist der Älteste. Yes. Ich hab was für dich. You do? What is it? Da. Nee, warte mal. Da, alte Münze. Ja, ich denk. Verschenken, hab ich gedacht. Achso, da. Das sind zwei Hände. Okay, ich krieg 30 Einfluss. Alles klar. Also, wir haben 30 Vertrauen jetzt. Und ja, die will ich selber haben. Oder meinem Freund. Habe ich das jetzt gelesen? Hat das was gebracht? Was ist denn, wenn ich die jetzt meinem Freund gebe? Inventory. Ah, das ist sein Inventory, wenn ich ihm das jetzt mal so rübergebe. Tauschen. Liest er das jetzt automatisch? Attribute. Landwirtschaft. Ich wünschte, er würde das jetzt einfach lesen. Bin ich ganz sicher, ob er das macht.
Gut. Dann. Ja. Wir müssen noch einen Gefolgsmann oder Frau. Hey, wer bist du denn? Martina? Marina. Ja. Come and see me once we've had the chance to get to know you. You're unfamiliar and we don't do well with that. Ja, ich verstehe. Ja, okay. 178. Have you seen the elder yet? Ja, habe ich. Danke, tschüss. Wir sind. Ich kann doch irgendwen anheuern. Was ist denn mit dir? I don't have too much time, so if you need something, make it quick. Would you find time to help an old man? Du bist gar nicht alt. You are really a lifesaver. Listen, I need you to bring me a couple. Ja. And one more thing, bring two pieces of fried meat. Oh ja. My wife loves it and I forgot about it and now I want to give her a little surprise. Mach dir keine Sorgen. Okay, geil. Das kriegen wir hin. Zwei Baumstämme und eine Schnur. Shit, wie macht man denn eine Schnur? Ey, hast du nicht noch Fleisch? Ah, das ist der jetzt, ne? Mist, okay. Hier darf ich aber nichts. Komm mal mit. Baumstämme, Fleisch und Schnüre. Ich weiß nicht, wo ich Schnüre herkriege. Die müsste ich herstellen. Vermutlich muss ich das erstmal an der Forschungsstation freischalten, diese Schnüre. So. Und die Ausdauer schon wieder am Ende. Na, lass mich doch mal schauen. Aus Flachs macht man Leinen, kann man daraus auch Schnüre machen? Ich meine, das klingt ja schon ähnlich, ne? Oder aus Hanf. Oh, Hanf ist bestimmt auch ein gutes Material für Schnüre. Es gibt auch Hanfseile. So, da gucke ich jetzt mal, ob das geht. Okay, ich glaube, wir müssen es erst erforschen. Oder? Wir haben ja sonst nichts. Nee. Da, einfache Schnur. Wird von einem Weber veredelt. Schilfrohr. Ah. Okay, aber wie kriege ich denn die Schnur? Ich will die Schnur. Ja, okay. Hm. Machst du oder geht nicht, ne? Willst du mal erforschen? Braucht man das zum Erforschen, den Kram? Dann bringt mir das ja gar nichts. Das hier können wir erforschen. Erstmal die Stehfackel. Das Holzfällerlager. Und das Sammellager. Ja, okay, dann machen wir erstmal das. Und ich hol Flachs. Es ist jetzt Winter. Ich weiß nicht, was das bedeutet für uns. Für unsere kleine Gemeinschaft. Was hat er das ja wieder rausgeholt? Nein, Werkbank. Ach. Warte noch mal ganz kurz. So, ich war falsch. Hier wollte ich hin. Was? Wieso komme ich denn jetzt? Wie kam ich denn jetzt auf Flachs? Brauche ich gar nicht. Das war völlig falsch. Das hier wollte ich dann, glaube ich, machen. Da brauche ich gar keinen Flachs für. Da brauche ich einen Baumstamm. Na so, was habe ich mir dabei gedacht?
Baumstamm habe ich da noch. Hatte ich nicht noch einen eingelagert? Ne, hat er natürlich wieder weggeschleppt. Natürlich hat er ihn weggeschleppt. Oh, guck mal, ich habe sogar Beeren und Pilz und verdorbenes Essen. Hör doch auf. Wir gehen mal erstmal. Ah, ne, dann ist Winter. Ne? Wenn ich jetzt schlafen gehe, ist Winter. Na gut. Flachs für die Fackelforschung. Warte mal ganz kurz. Da ist es gewesen. Wieso habe ich... Ach Mann. Habe ich das wieder rausgepackt, ne? Ah, okay. Es ist spät. Das ist für mich das Zeichen. Mein Gehirn funktioniert schon nicht mehr wieder. Richtig. Ich habe gerade einen blöden Fehler gemacht, den ich jetzt erst checke. So, ich habe völlig falsch geklickt. Jetzt funktioniert es natürlich. So, jetzt geht der junge Mann da hoffentlich... Oder ist es ihm zu spät? Ich glaube, ich muss ihn erstmal umswitchen auf... oder geht das auch so? Nee, okay. Ich muss ihn hier auf Arbeiter stellen. Und... Nee, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Schlafen hoffentlich. Okay, jetzt kann ich immer genau beobachten, was er macht. Was macht er jetzt? Okay, nimmt sich Shit und was jetzt? Wehe, du gehst ins alte Lager, dann drehe ich durch. Oder, ja, er geht schlafen. Sollte ihm gegönnt sein. Okay. Apropos, wir gehen schlafen. Das ist eine fantastische Tätigkeit. Schlafen ist gut, schlafen macht uns fit und gesund. Und wir alle sollten niemals zu wenig schlafen. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Dieses Spielchen hier gibt es für 26 Euro auf Steam derzeit. Es ist in der Early Access. Und... Oh, was ist das denn hier? So, es kostet 26 Euro. Das heißt Bellwright. Und falls ihr später zugekommen seid und gar nicht wisst, was da abgeht, es ist ein bisschen wie Medieval Dynasty und mir macht Spaß tatsächlich. Man merkt, es fehlen noch so ein paar Sachen, aber man hat immer eine Möhre vor der Nase und immer irgendein Ziel, was man machen möchte. Man kann Progress haben, man kann forschen, man kann craften, man kann Quests machen. Also es ist schon viel drin in dem Spiel tatsächlich. Ich hätte mal Lust, das im Koop zu spielen. Ich glaube, dass man dann einfach schneller vorankommt, wenn man es im Koop spielt, weil das schon sehr gemächlich ist und man viele Stunden investieren muss, um überhaupt mal so einen Grundstock zu haben, weil man eben auch nicht besonders dynamisch ist als Charakter, wegen des recht kurzen Ausdauerbalkens dauert es ewig, bis man von A nach B kommt. Also es ist schon sehr langatmig. Das sollte man nicht spielen, wenn man wenig Zeit im Leben hat. Vielleicht frage ich Nikola nächstes Mal oder so, ob er Bock hat, da mitzumachen. Ich glaube, dann geht das schneller. Also das ist Bellwright, vielen Dank fürs Zusehen. Und falls ihr erst später dazugekommen seid und Bock habt, das in voller Länge zu sehen, könnt ihr das natürlich auch demnächst auf YouTube machen, auf meinem YouTube-Kanal. Bis dann, vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis bald.